Hallo Welt. Hallo. Hallo Welt. Hallo Claudia. Hallo. Hallo. Hallo Welt. Hallo. Hallo Seid ihr? Hallo. Hallo. Hallo Welt. Hallo. Ach, da seid ihr. Hallo Claudia, jetzt sehe ich Hi. dich. Ja. Ich Lambert, wo sehe bist euch immer du? noch nicht. Wo? Hier. Ah! Hallo Hallo Henning, Lambert. hallo Claudia. Hallo. Endlich haben wir uns wieder, Meine Forschungsstrom. Güte. Hallo, willkommen. Der neue Signature-Move. Es ist nicht so, wie ihr denkt, dass der Signature-Move deshalb gut ist, weil er immer gleich ist. Nein, nein, es ist jedes Mal ein anderer. Ja. Und er wurde sehr lange vorgeplant, das muss man auch mal sagen. Ja, wir haben Sekunden reingesteckt an harter Arbeit. 30 Sekunden. Ziemlich exakt. Sehr schön. Könnt ihr uns Schön, alle dir jetzt zu hören? sein. Endlich wieder erster Donnerstag im Monat. Stimmt. Im Stream. Ne? Herzlich willkommen. Haben wir schon Leute im Chat? Ja, ich glaube schon. Ich sehe da Menschen. Das ist doch Ja, gut. Mr. Prosser, Mr. Capture. ja. Leute, die Horsty. ich ihren Namen ich noch gar nicht kenne. Bohn ist Mensch, da. toll. Okay, ja. Ninth Prime. Hallo, moin, moin. Hallo, Ja. Horsti. Okay. Hallo OVN. OVN sagt nein. Kannst du uns nicht hören? Oh, worauf sich das Nein bezieht, verstehen wir gar nicht, weil der zeitliche Gap so groß ist. Ja. OVNNTV, du musst es anders erklären. Anja Genau. Lorenz ist auch wieder da. Hallo. Schön, dass ihr Super. alle da seid. Ja, und wir reden wieder über Fußball heute, wie ihr es von uns gewohnt Ja. seid. Lambert hat außerdem ein Modethema vorbereitet. Ja, also Und ich wollte über Pediküre reden. Henning macht Quarkrezepte, wie Oh. immer. Ja, ich habe gebacken und wir gehen gleich mal rüber in die Küche. Oh, super. Mensch, mal gucken, was du da wieder angerichtet hast. Nee, ihr seid nicht im falschen Kanal, sondern hier geht es schon wieder nur um Wissenschaft heute. Ja, voll lame. Im Lame. Zeichen der drei Forschungsstromwellen. Ja, großartig. Ja, so, aber pass auf, bevor wir hier loslegen, bevor wir hier loslegen, bevor ihr hier loslegt, habe ich noch eine Überraschung für euch. Das wisst ihr auch nicht. Überraschung. Claudia, Hast du auch gebacken? Überraschung. Was denn? Pass auf, ich habe nämlich ein paar Fragen. Also ihr könnt natürlich, also ihr könnt das selber auch beantworten. Ich habe hier ein Fragenformular total unprofessionell gemacht mit Google Forms. Weil ich finde, wir diskutieren ja immer, wer anfängt. Das können wir mal auslagern. Ja. Und mich würde interessieren, was die Leute denken, wer von uns welchen Teil unseres Titels bespricht. Oh, ach, wie Ah, geil. okay, Ja, okay. schön, schön. Ja, das ist Das nie völlig legitim. Ja. Fiel mir vorhin ein und Ah. ich dachte, die 3 Minuten investierst du jetzt. Ja. Super. Also genau, Leute, klickt auf den Link im Chat. Genau, und füllt aus, was ihr denkt, was passiert. Das ist eine super Idee. Ja, also ich dachte mal, das müssen wir mal ausprobieren. Darf ich auch mit Okay, gibt's schon das erste? ausfüllen? Nee, ne? Ja, du darfst auch mit ausfüllen, aber dann musst du bei den ersten 3 Fragen blind klicken. Okay, nee, dann kann ich nur den letzten Ja, ich ausfüllen. habe Dann. leider, glaube ich, Pflichtfragen eingestellt. Ich nuss. Ach Das so, dann tut mir okay. leid. Aber ach so, warte, das kann ich aber noch, kann ich noch umstellen, glaube ich. Pass auf, das geht. Claudia, kannst du es noch mal Dings im Discord-Chat auch posten? Weil ich bin Oh, jetzt gerade auf zwei Geräten. ich Oder? mache das schon. Okay, Oh, das ist danke, super. okay, ja. So, jetzt müssten die ersten 3 auch keine Pflichtfragen mehr sein. Jetzt dürftet ihr. Reloade ich noch mal eben hier. Danke. Okay. So. Dann kann ich wenigstens mitvoten, wer anfangen soll. Klappt das bei euch? Könnt ihr da klicken? Welches Thema? Ja, jetzt klappt es. Ein Fehler in Frage 3. Warte, den kann ich auch noch ausbügeln. Das ist ja alles. So. Guck mal. Was geht das schnell? Ja, seht ihr mal, wie viel Konzentration und Zeit. Das war sehr mit der heißen Federnadel. Sehr Ja, aufmerksam, das Horsti, vielen Dank. ist eigentlich schön. So. Ja, was die DSGVO angeht, wir sammeln eure Daten und verkaufen sie an den Meistbietenden, der hier vorbeikommt. Und das Ja. ist einfach so. Aber ich hatte mal Entweder ihr tatsächlich macht. jemanden, der einen Bericht darüber geschrieben hat, der versucht hat, seine Daten zu verkaufen und keiner wollte sie. Also jetzt seine persönlichen einzelnen Datensatz, den wollte keiner. Nee. Nee. So traurig. Ja.
Und dabei kann man doch selber den High-Quality-Daten über sich selber liefern. Weißt du? So. Wie geht das? Ja, ja, komm, bitte. Ich weiß genau, wann ich morgens aufstehe. Was ich gucke. Also da müssen die gar nicht irgendwie bei den Anbietern einzeln immer die Daten abfragen. Kann ich ihnen einfach liefern. Aber naja. So, jetzt müssen wir natürlich kurz ein bisschen warten, bis die Leute da was dazu geantwortet kriegst du haben. Kriegst du da so eine Live-Statistik, so eine Live-Auswertung? Ja, ich sehe schon ein paar Antworten. Oh, und das ist spannend, die Antworten. Oh, das ist spannend. Das ist spannend. Ja, wir warten noch mal so ein bisschen. Also ich hab bisher 6 Antworten. Gucken wir mal, da kommen vielleicht noch ein paar. Was mir einfällt, hier kommt schon im Chat sowas wie, was mit Bademoden, Biblionik irgendwie. Wir hätten noch eine offene Frage, was wir stattdessen an Themen hätten machen sollen. Das wäre so, naja, das machen wir nächstes Mal dann. Weil es ja so maximal, obwohl das können die auch genauso gut im Chat schreiben. Das denke ich mal. Stimmt, ihr könnt auch kommentieren, was für Themen wir eigentlich machen sollen. Ne? Hört doch auf, über Planetenskrat zu reden. Hört doch auf, Button. Stimmt, wir brauchen noch so Applaus-Interaktionen oder so. Ja, weil also beim Stream, also sonst auf Twitch, ist es ja relativ üblich, dass die Leute Sound-Alerts haben. Also, dass dann Leute im Chat schreiben können, Applaus. Und dann wird Applaus eingespielt in den Stream. Automatisch? Oder muss man das dann als Host dann einbauen? Nein. Also das muss man als Host schon noch freischalten und eingeben. Aktivieren. Genau, und das ist dann auch immer sehr, also kann irritierend sein, weil ich habe zum Beispiel so einen Sound, der geht ungefähr so, pass auf. Slow clap. Slow clap, ja. Stell dir mal vor, wir reden hier irgendwie über Wissenschaft und dann kommst du so, ja, das ist voll die gute Erkenntnis und dann kommt so der Ton rein. Gemein dann. Ne? Ja, genau, wäre fies. Okay. Ah. Wunschthema Pinterest und Wissenschaft. Och Mensch, Pinterest. Das ist ja mal. Wer macht das denn noch? Gute Frage, macht das noch jemand? Ja, weiß ich nicht. Wer von euch hatte noch das Modethema vorbereitet? Ja, du hast gesagt, das wäre Lambert. Das war Lambert, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich das in meiner Community nicht, nee, aber ja. Bademode, klar. Ich bin für Bademäntel. So, Claudia, hat der Ted schon gewählt? Also ich habe tatsächlich 7 Antworten, aber 2 sagen, sie können nicht antworten. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Eigentlich habe ich nicht aus der Twitch-App, okay. Ah, nicht aus der Twitch-App, das ist natürlich fies. Ach so. Könntest du noch twittern? Soll ich den Link noch twittern? Das ist eine gute Idee. Was war denn ansonsten eigentlich los, den letzten Monat in Sachen Wissenschaft? War irgendwas los irgendwie? Na was? Diese überraschenden Fragen. Ja, also ich habe ja, ich glaube, 1 Million Sachen, die ich darauf jetzt antworten könnte. Aber ich dachte, ich frage euch. Drosten ist in der Sommerpause. Nein, ich weiß, dass das keine Wissenschaftsneuigkeit ist. Trotzdem schade. Ja. Ne? Ja. Und irgendwas mit Schweinegrippe. Schweinegrippe? Was war los? Dass da jetzt ein neuer Virus entdeckt wurde, der auch auf Menschen überspringt. H1N1. Ja, genau. Falls wir noch nicht genug hatten mit Viren, die sind. Müssen wir schon wieder Angst haben. Ich glaube, noch nicht so schlimm. Oder wird die Wissenschaft uns retten? Genau. Aber genau, das hatte ich gelesen, da dachte ich, lese ich mir erst nächste Woche durch. Oh Mann, ey, ja. Gott, oh Gott. Ansonsten Raketenstarts und alle möglichen anderen Dinge. Ich weiß immer gar nicht mehr, ob das jetzt vor unserer nach unserer letzten Sendung war. Stimmt. War der Raketenstart nach unserer letzten Sendung? Ich weiß, kann ich mir. Es war einer vorgestern. Ich glaube vorgestern. Dienstag, glaube ich. Ja, man feiert schon die Doppelpandemie. Ach Mensch. Wort des Jahres 2020.
Doppelpandemie? Ja. Ah, das mit dem Covid in Abwasserproben, ja, das ist auch interessant. Ja. Ah. Ich hatte jetzt nochmal einen Artikel im Guardian, das fand ich ein ganz tolles Stück Wissenschaftskommunikation, muss ich gleich nochmal teilen. Obwohl es noch vom Mai ist, also auch betrifft nicht wirklich die Frage, was im letzten Monat passiert ist, aber die haben nochmal sehr gut diese Problematik mit der Suche nach einem Impfstoff zusammengefasst, ganz toll. Ah, okay. Soll ich mal scheren. Aber habt ihr das, wo du Klammer eben das mit dem Covid im Abwasser nachweisen, habt ihr das gehört, dass es auch rückwirkend gemacht wurde und möglich ist? Also anscheinend kannst du ja in den, ich habe jetzt übrigens den Link getwittert über den Forschungsstrom-Account, also wenn noch jemand von außen an der Umfrage teilnehmen möchte, dann auf den Twitter-Account Forschungsstrom einmal gucken. Jedenfalls haben die halt, du kannst halt in den Wasseraufbereitungsanlagen, in den Wasserwerken kannst du halt im Abwasser das nachweisen, weil natürlich die Menschen nicht nur den Virus haben, sondern auch ausscheiden. Und anscheinend auch sehr, sehr genau. Und das, was ich krass fand, ist, dass manche Wasserwerke in Europa Wasserproben aus vergangenen Zeiten aufheben und dann auch jetzt diesen Test schon rückwirkend gemacht haben. Boah, und, das ist cool. Nee, das, ja. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Und, nee, das ist super interessant, das, ja. Das Krasse war, dass man hat ja irgendwie jetzt gehört, so das ist im Dezember oder so in Wuhan losgegangen. Ja. Und es gibt aus Barcelona, aus, haltet euch fest, März 2019, eine einzige, also die Wasserwerk Barcelona haben wohl von jedem Tag Wasserproben aufbewahrt und haben jetzt wohl alle aus dem letzten Jahr da auch nochmal durchgecheckt auf Covid und haben von einem Tag im März 2019 ein positives Testergebnis auf Covid gehabt aus dem Abwasser. Da kann man jetzt natürlich sich fragen, ob das irgendwie ein Ausrutscher ist oder ein Messfehler oder ein falsch positives Signal. Interessant ist aber, dass im März in normalen Jahren in Barcelona der Mobile World Congress stattfindet, wo halt Hunderte und Tausende Leute aus der ganzen Welt, unter anderem natürlich auch aus China, dahin kommen. Und es war genau aus einem dieser Tage, an dem der Mobile World Congress letztes Jahr halt noch als Präsenzveranstaltung stattgefunden hat und wo dann vielleicht irgendjemand, der das vielleicht damals schon hatte und vielleicht aus dem Ausland mitgebracht hatte, man weiß es natürlich nicht, dann pinkeln war, als er irgendwie, weiß ich nicht, im Hotel war und zack, findest du das im Abwasser. Und das ist natürlich echt wie so eine Art Zeitreise und wie so eine Art Zeitarchiv. Und ja, sehr fand cool. Fand ich krass, dass man sowas jetzt irgendwie rückblickend nachweisen kann. Es gibt also einen Ort auf der Welt, an dem Abwasserproben im Regal stehen, aufgereiht. Die Vorstellung finde ich gerade so mega gut. Ja. Das sind so die Abwasserproben, so fein säuberlich etikettiert natürlich und stehen dann so wunderbar in so einem Archiv voller Forschung. Das ist ein Kulturgut der Menschheitsgeschichte, oder nicht? Ja, in der Tat. Ja, und logisch auch gerade bei sowas wie Viren, dass man dann retrospektiv guckt, ja, das will man natürlich, ja. Man will das, man will in dem Abwasser. Nach Covid suchen. Ja. Ach, gefroren wird das aufbewahrt, sagt Nights Prime. Ach, nee, ne? Okay, das, wieso? Okay, gut, das ist ja abgefahren. Finde ich super. Also, und der Virus übersteht das, das ist ja auch interessant, oder? Ich hätte jetzt gar nicht so... Das haben wir ihn gedacht. Das ist ja spannend. Aber vielleicht, er muss ja nicht mal leben, ne? Um ihn nachzuweisen, reicht es ja, wenn irgendein Rest vom Virus vielleicht da ist. Ja. Stimmt. Weiß gar nicht. Genau, also er muss ja nicht mehr aktiv oder ansteckend sein. Mhm. Also es gibt so epidemiologische Untersuchungen, ich kenne das aus dem Bereich Drogen, ganz interessant, wo man bis runter auf Stadtteile oder so, so Drogenwellen, so dass auf einmal irgendeine Droge hip wird oder so im Abwasser nachweisen kann, also total irre, weil es ja bestimmte Formen von Drogenkonsum gibt, die so eigentlich auch ein bisschen so ähnlich in der Hinsicht jetzt nur mit Viren, die so unter der Oberfläche sind, ne, und wo du sonst so nicht mitkriegen würdest, dass Leute da was machen. Ah, spannend. Okay, okay. Ja, es ist doch irgendwie seit Jahren irgendwie wird das doch diskutiert, dass sie anscheinend die Kokswerte in Berliner Abwässern am Bundestag am allerhöchsten seien. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber das diese Erzählung. Oder ob so eine Urban Legend ist. Ja, das ist was hier für, weiß ich nicht, irgendwelche Fact-Checker oder Mythbuster, das müssen wir bitte checken. Genau, kann das mal jemand checken von euch? Ja, haben wir eine Schattenredaktion, die das gerade kurz checken könnte. Ja, schnell mal im Bundestag vorbeigehen. Okay, so, also, Claudia, gibt es denn schon erste Ergebnisse? Ja. Ja, wir wollen die Hochrechnungen, ja.
Also, das Problem ist jetzt, ich habe das natürlich in einem Browser geöffnet, den ich sonst gar nicht share, weil ich da ja eingeloggt bin mit meinem Google-Account. Das heißt, ich muss jetzt mal ganz kurz das Browserfenster wechseln. Moment. So, ich mach mal. Und schmal. Gehe hier rüber zum Browser und muss mal den Browser wechseln. So, ihr seht jetzt noch meine Google-Suche nach Hackathons. Das war meine Vorabrecherche. Worum geht es eigentlich? Immer noch kein Hinweis. So, jetzt müsstet ihr die Google Forms Sachen sehen. So, also, wer macht das Thema Hackathons? Leute, 81% sind eindeutig der Meinung, it's me. Nee, Okay. aber wer will sich outen Das ist so hier? toll, okay. Und wer Wer redet will das über Thema machen? YouTube? Ja, YouTube. Wer macht YouTube Das angeblich? machst du, Lambert. Aha, na, das ist ja interessant. Ich bin für YouTube zuständig, meint er? Ja. Okay, ich will Ja. Argumente hören. Warum? Was soll ich denn sagen? Ja, und Henning, du machst Planetenskat. Henning macht Planetenskat? Kann doch gar nicht Nee, sein. glaube ich auch Hat doch nicht. Henning keine Ahnung von. Nee. Nee. Ja, also So. Kinders, ich kann sagen, bei mir habt ihr richtig geraten. Ich mache Planetenskat. Ja, aber jetzt kommt die Frage, womit wollen wir anfangen? Und ich würde sagen, also da haben wir beide aber völlig abgelost, Henning. Ja? Ja. Was? Was? Dann Echt? müssen Lambert. die Hackathons wohl anfangen. 70% sind der Was? Meinung, damit musst du anfangen. Okay, ja, jetzt haben wir es gelüftet, ne? Weil damit fängt nämlich gar nicht Claudia an, sondern ich bin das mit den Hackathons. Genau. Das heißt, ich fange gar nicht an. So. Okay, gut, ja. Dann Dann. fange ich an. Okay, ja. Gut. Ich fand, das Thema Hackathons lag so auf der Hand für uns, weil ich bilde mir fast ein, dass wir hier und da Hackathons mal erwähnt haben, in der Erklärung, wie es zu Forschungsstrom kam. Ihr kennt die Legenden, die alten Geschichten dazu. War es ja so damals, dass Claudia und Henning und ich auf dem Chaos waren in Leipzig und Damals. Claudia uns da darauf angesprochen hatte, was ja auch, naja, es ist jetzt mehr als ein Hackathon, aber auch so eine Art Event war. Also wir haben damit alle, glaube ich, eine Geschichte oder so. Und generell ist es natürlich so, dass wenn man ja, so, wenn man sich in diesem Feld bewegt, Wissenschaftskommunikation oder so, man zwangsläufig darüber gestolpert ist. Und zwar interessanterweise, wenn man so drüber nachdenkt, in beide Richtungen hin. Es ist auf der einen Seite so, dass wir inzwischen, das ist übrigens auch nicht erst seit gestern so, schon seit vielen Jahren ist so eine Tradition, gibt es nicht nur so Software-Leute, sondern auch so Leute, die so zu humanitären Zwecken, zum Beispiel Wir versus Virus war so ein Ding, einen Hackathon machen. Ja, und was ist das eigentlich? Ist es eigentlich ein Wettbewerb? Ich glaube, ich predige hier zu den Bekehrten, oder? Wem muss ich einen Hackathon erklären? Bitte alle mal Hände heben. Genau, alle Okay, mal ich eine mach's Mail jetzt. schreiben. Ich mach's ganz kurz und formal, nur damit wir über das Gleiche reden und um Missverständnisse auszuschließen. Also Wir versus Virus oder Hackathons allgemein ist also die Idee. Man macht so eine Art kleine Challenge, so einen kleinen Wettbewerb, dass man Leute typischerweise was programmieren lässt, aber es muss gar nicht unbedingt programmieren sein, zu einem bestimmten Thema oder mit einer bestimmten Technologie in einem sehr begrenzten Zeitraum und mit einer Umgebung, die Kreativität anregen soll und spontanes sich zusammenfinden und sich um bestimmte Ideen drumherum gruppieren. Also typischerweise verläuft ein Hackathon so, dass er einen Tag lang ist oder ein Wochenende lang oder so. Ganz viele Leute, die sich vorher nicht kannten. Auf das Thema komme ich gleich nochmal zu sprechen. Bitte schon mal merken. Okay. Kommen an einem Ort zusammen und sie haben halt diesen Wettbewerb. Es gibt vielleicht was Tolles zu gewinnen, wer also jetzt zu diesem Thema oder zu dieser Technologie was Gutes umgesetzt hat. In a nutshell. Dabei belassen wir es mal. Es soll auch nur so ein Spotlight sein. So. Und wie gesagt, es zeigt sich also, dass nicht nur so also früher war das mehr sowas in der Softwareindustrie, aber mittlerweile gibt es auch mehr solche Sachen wie Wir versus Virus. Also, wenn ihr es noch nicht kennt, googelt das mal. Das war ein sehr großer Erfolg. Das hatte das Kanzleramt organisiert zum Thema Corona in Deutschland und so. Und stellt sich also raus, ja, auch Dinge, die vielleicht für Wissenschaftler interessant sind, von Wissenschaftlern gemacht werden, gibt es auch Hackathons. Und dann umgekehrt gibt es natürlich aber auch die Wissenschaft der Hackathons. Ja, also Hackathons sind seit mindestens 5, 6 Jahren
Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen. Und ich zitiere jetzt gleich nur mal so aus zwei, ich würde schon fast sagen, Citation Classics zum Thema Hackathons, nämlich ein Paper von Briscoe und anderen aus London, von verschiedener Londoner Hochschulen 2014 und eins von Trainer von der Carnegie Mellon University, also in den USA, 2016. Und diese Papers werden jetzt mittlerweile immer wieder zitiert. Und was machen die so in ihren Studien? Das sind so eine Art Studien, das ist bei so einem Thema wie Hackathons auch fast ein bisschen naheliegend, wenn man so mal nachdenkt. Das sind Fallstudien und Umfragen, oft auch miteinander vermischt, wo die Idee ist, man beobachtet einfach mal unter ganz bestimmten Aspekten, was die verschiedenen Teilnehmenden da so machen, befragt sie dazu und versucht dann darüber was rauszufinden. Und was ich jetzt bei dem Briscoe ganz interessant fand, fand ich jetzt das weniger interessante Papier, aber das kann man auf jeden Fall auch mal reingucken. Er geht ganz interessant nochmal darauf ein, wo das Ganze herkommt. Und er hat so die Theorie, es scheint mir nicht besonders gut belegt zu sein, aber könnte stimmen. Also eine Sache, die man schnell merkt, wenn man so nach Hackathons googelt oder sowas, ist, dass das so ein Nullerjahre-Phänomen ist. Also irgendwie auf einmal in den Nullerjahren geht das ganz doll los oder sowas. Mhm. Und er geht dann darauf ein, ja, 1999 haben verschiedene Leute anscheinend unabhängig voneinander die ersten Events gemacht, die sie Hackathons nannten. Und es stellt sich also raus, findet er, so seine Interpretation, dass das unter anderem so eine Wurzel hat in den LAN-Partys. Wer weiß noch, was eine LAN-Party ist? Eben. Das bestätigt Briscoe vielleicht ein bisschen, oder? Weil es so eine kulturelle Gemeinsamkeit hat? Könnte sein, ja. Hast du den Link zum Paper oder reichst du den nach? Ich reiche den gleich nochmal nach, genau. Mhm. Nee, und ich will noch ganz, also der Briscoe geht darauf ein, dass es halt irgendwie oft so eine Art Phänomen gibt, dass die Hackathons, und da würde mich auch interessieren, ob ihr das bestätigen könnt, so eine Art Stammgemeinde haben. Also dass Leute, die mal bei dem Hackathon waren, wahrscheinlich irgendwann mal wieder zu einem Hackathon hingehen. Und er kommt dann zu einem Thema, was inzwischen auch ein Standard ist. Alle Leute, die Hackathons veranstalten, von denen werdet ihr das hören, nämlich dieses Thema der Non-Tech-Inclusivity, wie Briscoe das nennt. Also das hat inhärent dieses Problem. Eigentlich will man ja ein Maximum an Kreativität gegenseitig auf neue Leute und neue Ideen stoßen, die man vorher noch nicht kannte. Mittlerweile ist der Diskussionsstand dazu so, allein das Ding Hackathon zu nennen, führt zum Beispiel dazu, dass inhärent Leute, die als männlich gegendert sind, das eher akzeptabel finden als Frauen. Weil Frauen interessanterweise, wenn man ihnen mit solchen Labels kommt, wie also Leute, die weiblich gegendert sind, muss man vielleicht ein bisschen differenziert sein, es geht hier nicht um Biologie oder so, wenn man ihnen mit solchen Labels kommt wie Expertin für oder Hacker oder so, sagen, nee, das bin ich nicht. Ja, und das ist interessant und daraus sollte man dann auch Konsequenzen ziehen, wenn man wirklich dieses Maximum an Kreativität soll, dass man mit solchen Labels ganz vorsichtig umgeht. Also das ist mal so eine Sache, das fand ich ganz interessant. Und jetzt will ich abschließend noch ganz kurz was sagen zu dem eigentlich interessanteren Paper. Also das mit der Non-Tech-Inclusivity, das ist schon spannend, aber ansonsten fand ich das nicht so ergiebig, was er da rausgefunden hat. Aber das Papier von dem Trainer von 2016 ist ein bisschen interessanter und der macht nämlich Folgendes und damit will ich gleich auch abschließen. Der guckt sich das Thema an durch so eine soziologische Brille. Es gibt in der Soziologie, in der Arbeitssoziologie inzwischen so ein paar ganz interessante Überlegungen dazu, wie arbeiten Leute eigentlich gut zusammen? Und passend zu Corona-Zeiten kommt dann die Frage, dass Leute Kolokationen haben, also am gleichen Ort arbeiten. Was für eine Rolle spielt das eigentlich? Und da gibt es inzwischen in der digitalen Arbeitssoziologie, nenne ich es jetzt einfach mal, zwei interessante Patterns, die immer verglichen werden, nämlich Radical Collocation, wo man sagt, okay, man sperrt Leute vielleicht auch über einen längeren Zeitraum in einen Raum und hat dann so bestimmte Effekte. Kann total stressig sein, weil in Großraumbüros zu arbeiten ist auf Dauer nichts. Da sind sich die Leute einig, aber hat natürlich interessante Effekte. Und dann gibt es ein anderes Pattern, was sich gerade, also kann man in der Softwareindustrie gut sehen, viel durchgesetzt hat, nämlich, dass man sogar eine Art Vertrautheit zwischen Leuten, die zusammenarbeiten, herstellt, dadurch, dass Leute sich gelegentlich physisch sehen und dazwischen auch über längere Strecken, vielleicht ein halbes Jahr lang oder so, nur virtuell miteinander zusammenarbeiten.
Und Hackathons sind insofern eine tolle Gelegenheit, wie in so einer Laborsituation, mal zu gucken, wie so bestimmte Gruppenprozesse, also auch das Entstehen eines kleinen Ad-Hoc-Teams, was an etwas arbeitet, zu beobachten und zu gucken, wie das läuft. Und ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, guckt euch das Paper an, super interessant. Nur eine Sache, die Trainer und sein Team da, das hat er nicht alleine geschrieben, rausfinden, ist eben, dass ja inzwischen bei, und lustig, er untersucht das an Communities aus dem Bereich Forschungssoftware und Open-Source-Forschungssoftware. Also hat viele Bezüge zu uns. Ja. Und was er herausfindet, ist, dass wenn die Leute Software kennen, mit der man flüssig digital zusammenarbeiten kann oder so, dass das hilft, ein Level von Vertrautheit und Sachen schon mal vorher abzuchecken, aufzubauen, schon vor so einem Event. Und er sagt im Prinzip, Hackathons sind besonders gut, wenn sie sehr gut vorbereitet sind. Klingt ein bisschen kontraintuitiv, weil man denkt bei Hackathon an Spontanität oder so. Und es gibt dann aber so ein typisches Henne-Ei-Problem, was er auch ein bisschen beschreibt, nämlich dass Hackathons oft die Gelegenheit sind, wo Leute mit Tools und Methoden des digitalen Zusammenarbeitens überhaupt erst in Berührung kommen, sodass das, was es ihnen ermöglichen würde, sich vorher schon ideal eingestimmt zu haben, dann erst kennenlernen. Ich glaube, ihr versteht ungefähr, was ich sagen will. Ist so, und diese Art Fragen ist super spannend. Und selbst wenn ihr nie irgendwie eine Hackathon besuchen wollt, doch wollt ihr alle, aber dann wäre es trotzdem interessant, das zu lesen, weil diese Art Fragen jetzt in Corona, also vielleicht müsste jemand nochmal das Paper jetzt schreiben, Hackathons und Radical Co-Location und so weiter in Zeiten von Corona wäre, glaube ich, ein Hammer, weil das ist jetzt auf eine Art ganz aktuell. Das war mein Teil für heute mal. Ah, da sprichst du ja ein Thema an, da könnte ich jetzt auch 3 Stunden drüber reden. Das gibt viel her, ne? Ja, ich glaube auch. Henning, willst du was sagen? Ich muss sagen, danke für diese Einführung, weil mir war das ehrlich gesagt nicht klar, dass der Begriff schon so viel Historie hat. Ich muss sagen, ich bin, was diese Art von Veranstaltung angeht, persönlich selber früher mit Barcamps. Ich bin zeitlich eher mit Barcamps in Berührung gekommen, die für mich irgendwie so ein bisschen vielleicht so diese Klasse von Event am ehesten sozusagen. Also als ich einen Hackathon kennengelernt habe, musste ich als erstes an Barcamps denken, an denen ich vorher teilgenommen hatte. Aber ich habe auch erst Barcamps irgendwie, ich glaube, so 2011 oder so angefangen teilzunehmen. Die gab es damals schon, glaube ich, ein paar Jahre. Aber 1999 oder Anfang der 2000er hätte ich das, glaube ich, überhaupt noch nicht gewusst. Gab es das auch in Deutschland? Und in welchen Communities wurde das da auch als Hackathon gepflegt? Weißt du das, Lambert? Ja. Das ist super interessant, was du ansprichst. Es stimmt. Es ist zeitlich natürlich total parallel entstanden. Also ich kann mich erinnern, dass wir 2006, da habe ich mit meinem damaligen Kollegen Patrick Danowski in Berlin das erste BIP-Camp gemacht. Das war ein bibliothekarisches Barcamp 2006 und da war das Phänomen noch relativ neu. Also wir hatten uns das damals angeguckt und ich glaube, die ersten Leute, die den Begriff verwendet haben, war Anfang der Nullerjahre, also etwa das Gleiche. Und der Briscoe behauptet, ich glaube, damit könnte er auch richtig liegen. Andere Sachen sind vielleicht ein bisschen spekulativ, aber dass das sehr stark aus der Softwareindustrie wirklich kommt. Barcamps auch? Die Hackathons. Okay. Die Hackathons. Nicht Barcamps, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber die Hackathons, genau. Das ist ganz klar aus der Softwareindustrie-Ecke. Und dann erst später in einem zweiten Schritt haben mehr Open-Source-Leute gesagt, hey, das ist eigentlich ein Muster, das brauchen wir uns für uns eigentlich erst recht und so. Da kommt das her. Und Henning, deine Frage war jetzt auch mit Deutschland oder ob die. Ja, genau. Ja, okay, nee, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Das kann sein, dass das doch mit einer gewissen Zeitverzögerung hier aufgetaucht ist, weil mir persönlich geht es genauso, dass das, genau. Also mir ist es nämlich auch so gegangen wie dir, dass ich das dann erst doch eine Weile später wahrgenommen habe. Ja, ich glaube auch Hackathons kenne ich erst so seit 2010. Ja. So ja. Müsste man mal ein bisschen recherchieren. Aber habe ich das richtig gehört? Du bist einer der Initiatoren des BIP-Camps, also des Barcamps für Bibliotheken. Ja, das wir haben im letzten Jahr moderiert. Was? Oh nein. Oh ja, das freut mich sehr. Das ist schön. Ja. Lambert, warst du etwa nicht da oder was? Nee, ich war nicht da. Ja, ich.
Nee, ja, das irgendwann werden die Flügge und man muss sie in die Welt und sie werden wunderschön. Ja. Und ja, wir hatten viel Spaß und viel Glitter. Toll, das glaube ich sofort. Ja, cool. Ja, aber das mit den Hackathons, ich habe im Chat geht es gerade darum, ob man sich gerne selbst als Expertin oder Experte bezeichnet. Und in dem Kontext Hackathon und Inklusivität, also auch was das Einbinden von sich weiblich von Frauen oder anderen, also nicht cis-männlich weißen Menschen betrifft. Und ich bin ja seit 5 Jahren mit so Hackathons unterwegs als Mentorin bei Jugendhackt. Und bei mir war es tatsächlich so, um das mal im Chat anzusprechen, also da wurde auch gefragt, wer kann denn da mitmachen? Wir suchen noch Frauen, weil es waren wohl nur männliche Mentoren da. Und ja. Man möchte natürlich, also, und das ist ja ein guter Punkt, man möchte natürlich auch weibliche Mentorinnen haben oder einfach zur Vorbildfunktion. Und da hat man so offen gefragt und ich dachte mir so, weil dafür kann ich nicht gut genug programmieren. So. Und dann hatte man mich aber doch überredet. Und also ich würde mich auf keinen Fall als Programmierexpertin bezeichnen, niemals im Leben, aber ich mache trotzdem diese Mentorinnen-Sache. Und ich habe viele Frauen aus meinem Umfeld gefragt, möchtest du nicht auch mitmachen? Hast du nicht auch Lust? Und es gibt Leute, die arbeiten, es sind also Frauen, die als Programmiererinnen arbeiten, die mir sagten, das kann ich nicht. Oh, ja. Das traue ich mir nicht zu. Mann. Und und dagegen lohnt es sich anzukämpfen. Ja, wie wirkmächtig das ist, nicht? Das ist unglaublich. Immer wieder, ja, ja. Ja, ja. Also ich hatte ja erzählt, dass ich immer dachte, ich könnte das nicht mit Computern, weil das war für mich immer so eine Sache, die Männer machen. Und das ist immer noch irgendwie, also steckt es so drin. Und ganz viele Frauen, die sich einfach da sagen, nee, das kann ich nicht, obwohl sie das mit links könnten. Ja. Ja, ja. Ich habe da jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt. Ne? Ich glaube, Brisk, also die Leute, die mit dem Tech-Non-Inclusivity, Non-Tech-Inclusivity anfangen oder sowas, haben erstmal recht, dass so symbolische Sachen immer eine Rolle spielen. Ja, ich meine, dieses, ob man das Hackathon nennt oder so oder anders, kann schon eine Rolle spielen. Vielleicht ist da was dran auch, nicht, dass man, dass man dann so einen anderen Begriff auch sucht oder sowas, der trotzdem genauso gut den Inhalt vielleicht transportiert, ich weiß nicht. Ja. Hm. Ja. Ja, also ich glaube, das ist schwierig, so dieses Bild zu durchbrechen, aber der Kampf lohnt sich eben und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass das nicht mit so einer Checkliste getan ist, so, also wir brauchen da mindestens 3 Frauen oder sowas, also das gibt einem so das Gefühl, so als Organisation oder die irgendwie was gestaltet irgendwie, ach ja, ich habe hier eine Checkliste abgehakt und damit hat es sich erledigt. Das ist es halt einfach nicht. Ne? Also das ist es einfach nie. Und der Prozess ist sehr langwierig, glaube ich, und man kann den nicht einfach durchbrechen. Aber gerade bei Hackathons, da muss man echt mal was dran machen. Absolut, absolut. Also der Briscoe zeigt auch auf mit seinen Umfragen, die er ausgewertet hat, dass die Top-Gründe, warum Leute Hackathons besuchen, erratet ihr es, wahrscheinlich würdet ihr es erraten, also die hängen alles andere ab, alle anderen Gründe. Ist, jetzt will ich raten. Okay, ja, bitte. Was sind die Top-Gründe? Coole Leute kennenlernen. Ich sage erstmal nichts, ja. Ratet nochmal weiter, auch gerne im Chat. Claudia. Coole Leute kennenlernen. Also nicht nur kennenlernen, sondern mit denen auch, also das Socializing, also einfach generell auch mit Leuten, die ich schon kenne, einfach abends zusammensitzen und gemeinsam quatschen. Ja. Okay, ihr habt gerade den Nummer 1 Grund erraten. Das sich zu vernetzen ist der Hauptgrund. Wir aber es gibt noch einen starken gefragt, ja. Wir haben noch genau. Es gibt noch einen zweiten starken Grund. Was Neues lernen. Achso, jetzt habe ich schon was gehört. Was Neues lernen. Netzwerken, TV Ort ist auch. Ja, also genau, ich würde sonst sagen, noch einfach lernen. Die Leute wollen lernen. Ja, also ich überlege gerade, jetzt fällt es mir doch nicht ein, also bei Jugendhack gibt es auf dem Rücken der Jugendlichen immer 3 Balken, wo draufsteht, wie viel davon sie an diesem Hackathon interessiert.
Ah. Und da sind drei Punkte drauf. Und mir fallen die ersten zwei ein. Mir fällt gerade der dritte nicht ein. Kannst du so Klebepunkte drauf machen oder wie geht malst das? Malst du mit dem Edding aus. Also hast du so einen Balken und dann kannst du mit dem Edding einfach so weit malen, wie du sagst, das interessiert dich also viel oder wenig. Quasi so. Und jetzt überlege ich, was der dritte Punkt ist. Tja. Mir fällt es nicht ein, verflixt. Aber vielleicht ist es ja der zweite Punkt aus dem Paper. Aber der Chat hat auch keine Ideen mehr. Von daher, erzähl mal. Lambert, spann uns nicht länger auf die Folter. Ja, du hast recht, Henning. Es ist Lernen. Lernen ist ein super starker Motivator. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal den Punkt, was Claudia meinte. Es ist wichtig, ja, weil es ist eine einzigartige Gelegenheit, so Leute reinkommen zu lassen in dieses bestimmte Art zusammenzuarbeiten. Das hat technische und auch ganz viele nicht technische Aspekte. Es ist eine tolle Gelegenheit. Es kann eigentlich sehr inklusiv sein, so eine Art Event. Könnte es, sagen wir mal so. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, sich damit zu beschäftigen. Ja, und es hat viele Querbezüge zu der Art, wie wir überhaupt arbeiten. Es ist eben nicht nur ein spaßiges Event-Dings, sondern es gibt uns eine Gelegenheit, über so ein paar Sachen mal nachzudenken und Patterns, die funktionieren, nicht funktionieren und so. Mhm. Wir haben jetzt über die Motivation der Leute, die hingehen, gesprochen. Im Chat war eben auch einmal die Frage nach der Motivation der Leute, die einen Hackathon veranstalten. Also da hatte UVNN schon geschrieben, irgendwie es gäbe Arbeitgeber, die das machen zur Personalgewinnung, Rekrutierung oder so, Abcheckung als eine irgendwie. Art Assessment Center? So, ja, das klang so ein bisschen so durch. Aber ich weiß nicht, Lambert, weswegen machen das die VeranstalterInnen? Also das kommt in der Literatur nicht so durch, muss ich sagen. Aber die These klingt erstmal total einleuchtend, nicht? Also ich glaube auch, dass so, ich fand mal so eine Aussage von Linus Torvalds Linus Torvalds hat ja unter anderem Git erfunden. Und er hat mal über GitHub gesagt, das sei ein World of Warcraft für Programmierer. Das ist als Beschimpfung gemeint von ihm, ja, also wenn man Linus Torvalds, und da ist natürlich was dran, ja, weil das ist so ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, man zeigt ja, hey, bei dem Projekt habe ich auch mal was committed, ist auch angenommen worden und so ein bisschen, und dann glaube ich, ist es wohl auch wirklich so, also wenn ich ein Arbeitgeber wäre und Softwareentwicklerin suchen würde, würde ich schon dann vielleicht in das GitHub-Profil reingucken oder so, ne, wäre naheliegend. Und bei einem Hackathon kommt nochmal eine zusätzliche Ebene rein, nämlich, dass man sozusagen wie in einem realen, sozialen Labor Leute agieren sieht und so, ne? Das ist, ja, ich finde die Hypothese sehr naheliegend, geht aus der Literatur so für mich nicht hervor, aber ich möchte nochmal zu bedenken geben, es ist ein historischer Fakt, dass diejenigen, die das Format ins Leben gerufen haben um 1999, die große Softwarefirmen waren. Und die versprechen sich natürlich auf der einen Seite Prototypen, ja, das ist der klassische Outcome eines Hackathons. Man hat irgendein sehr unreifes, aber möglicherweise interessantes Produkt als ersten Dings, ne? Und das mag aber auch die andere Seite sein, nicht, dass man Leute gewinnt. In den heutigen Zeiten wäre es naheliegend. Ja. Also so ein bisschen habe ich auch den Eindruck, also wenn ich mir die großen Firmen angucke, die da so jetzt Hackathons durchaus veranstalten, dass es aber auch so ein bisschen eine Image-Sache ist. Und aus manchen HackerInnen-Kreisen hört man dann aber auch eher so ein, die hätten gerne, dass Arbeit erledigt wird. Und dann lassen sie die Leute das machen und zum Schluss gibt es einen Preis. Aber das ist natürlich dann entschädigt nicht für die ganz viele Arbeit, die da quasi reingeflossen ist. Also das kann denn jetzt natürlich nicht sagen, also ich kann jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, aber es gibt natürlich viele große Firmen, die das machen, wo man durchaus merkt, das wird auch marketingmäßig super genutzt. Also die Bahn zum Beispiel macht ja auch einen ganz großen Hackathon und echt? Ah, okay. Ja, ist auch spannend und interessant und ich glaube, das macht auch super Spaß, da mitzumachen, aber was so dahinter steckt, was so die Motivation ist eine gute Frage, Henning, ne? Also vielleicht gibt es nicht nur einen Grund. Also zum Beispiel bei dem Hackathon, den du eben genannt hast von der Bundesregierung, Wir versus Virus, da habe ich jetzt zum Beispiel jetzt noch nicht so eine negative Kritik gehört nach dem Motto, man wollte jetzt hier Geld sparen bei irgendwie, keine Ahnung, der Vergabe des Corona-Warn-App-Projekts und hat deswegen einen Hackathon gemacht, weil man sich erhoffte, da möglichst viele unbezahlte Leute irgendwie
für sich arbeiten lassen zu können, sondern da habe ich das eher als wirklich als ein sehr ja, positiv wahrgenommenes und konnotiertes Community-Projekt gesehen, obwohl es von so einem ungewöhnlichen Player wie der Bundesregierung halt ausgegangen ist. Ja, interessant. Es gab übrigens einen ganz charakteristischen mal wieder, die Themen kehren immer wieder. Ja. Konflikt darum hatte ich unter anderem auch auf Twitter mit den Veranstaltern, und zwar hatten die eine Projektanreichung, die es gab zum Thema Rassismus und Corona in einer sehr frühen Phase schon ausscheiden lassen und haben sie nicht in Betracht gezogen für die Preisverleihung. Aber sie haben dann auch dazu Stellung bezogen. Die haben sozusagen den Fehler, den sie damit gemacht haben, wenigstens im Nachhinein eingeräumt, was sehr für deren, also ne, was eigentlich für die Veranstalter spricht. Es geht ja nicht darum, dass man nichts falsch macht, sondern dass man dann vielleicht die Größe hat dann. Aber das hat auch wieder so eine Inclusivity, Non-Tech-Inclusivity-Aspekt, ne, dass man den Wert von so einem Beitrag dann vielleicht auch erkennt und anerkennt. Ja, und soweit ich weiß, war es ja auch so, dass jetzt niemand dort quasi von, also aus dem Entscheidungskreis irgendwie von Rassismus betroffen war. Und dann ist es natürlich schwierig, also gerade dann sowas, also. Ja. Schon, nee, ist so. Schon fatal, ja. Ja, genau. Ja, gut. Also ja, ein spannendes Thema. Ja. 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 Jetzt habe ich gefragt, womit wir anfangen, aber ich habe nicht gefragt, wer als nächstes dran ist. Ja, aber es gab ja dann in derselben Abfrage auch noch andere Prozentwerte. Und ich fürchte, Claudia, da hat dann YouTube nicht so richtig viele Stimmen bekommen, habe ich eben gesehen, sondern dann wurde der Planetenskat leider eher gevotet, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann musst ich mich in die Bütt, Henning. Dann muss ich jetzt in die Bütt, ja. Genau, also ich dachte, wir reden mal über Planeten-Skat. Und da habe ich einen Twitter-Account. Also der Twitter-Account, den ich jetzt in den Twitch-Chat gepackt habe, der hat mich nämlich auf dieses Thema gebracht. Manchmal ist es ja so, man twittert so ein bisschen rum und merkt gar nicht so richtig, was da alles so an einem vorbeifliegt. Und auf einmal fliegt irgendwie ein lustiges Video an dir vorbei. Und das würde ich jetzt gerne mal hier gerade, ich versuche mir mal hier die Bildschirmübertragung zu aktivieren. Würde ich gerne mal zeigen. Genau, hier sehen wir diesen Twitter-Account, der nennt sich Random Three Body Problem. Und da laufen solche Tweets wie dieser hier. Und da ist dann sind so Videos drin. Und die wollte ich euch mal hier vorführen. Na, den Ton wollte ich gar nicht. Aber ihr seht hier also drei Körper. In diesem Fall könnten das vielleicht zum Beispiel Planeten sein. Einen roten, einen gelben, einen blauen. Ist das bei euch irgendwie, kommt das einigermaßen sichtbar an? Also ich finde, man sieht diese Bewegung sieht man gut. Ja. Man, ne? Okay, ja. Okay, also es handelt sich hier um ein sogenanntes Dreikörperproblem. Und ich dachte mir, wo, wenn ich im Forschungsstrom, wo wir zu dritt hier sitzen, kann man gut mal über ein Dreikörperproblem sprechen. Und deswegen ist eigentlich mein Thema heute nicht Planetenskat, sondern eigentlich das Dreikörperproblem. Aber wenn ich das als solches schon am Anfang genannt hätte, dann wäre eigentlich schon den Insidern und Insiderinnen zumindest klar, worum es geht. Und also es geht um ein Problem oder eine Herausforderung aus der Mechanik und aus der die man zum Beispiel im Planetensystemen hat. Und hier sieht man zum Beispiel nochmal ein anderes Dreikörperproblem. Also was passiert, wenn drei Körper sich irgendwie in einem Raum bewegen? Und da kommt es halt hier, wie man sieht, zu. Ich wollte den Ton aushaben. Es kommt also. Achso, warte mal. Jetzt versuche ich es nochmal hier. Also, es kommt zu ganz erstaunlichen Bewegungen, wenn sich so drei Körper aufeinander schmeißen. Ich fange hier nochmal vorne an. Also, wir haben den blauen, den roten und den gelben. Mhm. Und in diesem Fall ist es, also, die bewegen sich aufeinander zu. Und dann passiert es irgendwie so, dass der blaue wegfliegt und der gelbe und der rote so umeinander kreisen. Und das ist also
ganz, ganz erstaunlich und das hängt halt sehr von den Anfangsbedingungen ab. Und die Anfangsbedingungen, die kann man auch in diesem Tweet hier sehen, nämlich zum Beispiel gibt es jetzt hier Massen. Also die Masse von dem ersten Körper hat jetzt hier 34,5 Einheiten, die Masse von dem zweiten Körper 29 und dann 33. Mhm. In diesem Fall sind das multipliziert mit Sonnenmassen. Dann haben die gewisse Geschwindigkeiten in X, Y und Z Richtung jeweils. Oder in diesem Fall ist es, glaube ich, zweidimensional, also in X und Y Richtung. Und die fangen bei verschiedenen Koordinaten an. Und also das ist hier ein Twitter-Account, den ich sehr schön fand, weil der halt einfach so, ja, Dinge, die so passieren in der Physik, wenn man denn mal so im Universum rumfliegt und wie wir das alle gerne so tun, und dann fliegen so drei Massen aufeinander zu. Mhm. Und jetzt wollte ich gerne noch mal hier, ich muss noch meine, den mal wieder anschalten. Genau. Ich hatte euch ja gebeten, dass ihr euch heute mal besondere Klamotten anzieht. Und Claudia, könntest du mal ein bisschen strahlen, bitte? Ja. Ah, du strahlst. Sehr gut. Und du hast ja sogar gelbe Sachen an. Unglaublich. Wie eine Sonne. Und Lambert, du hast ja ein wunderschönes Blau an. Du siehst aus wie eine echte Erde. Ah, ich versuche mal besonders erdähnlich auszusehen. Komm. Extra, genau, sieh mal, genau, mach mal erdähnliche, machen Sie mal eine typische erdähnliche Bewegung. Und ich darf heute euer Maß sein, deswegen habe ich mir heute ein rotes T-Shirt angezogen. Ah. Und wir könnten jetzt also mal ein bisschen, wie ihr das eben auch gesehen habt, könnten wir auch mal ein bisschen Drei-Körper-Problem spielen. Dass wir also jetzt in diesem Fall, Claudia, dass du also als Sonne vielleicht in der Mitte dich aufhalten könntest und Lambert und ich, wir kreisen. Wir fühlen uns zu dir angezogen, aber auf der anderen Seite haben wir auch... Können wir das mal probieren, bitte? So, also ja. Claudia, du mal bitte möglichst sonnenartig. Lambert, du bist die Erde und ich, der Mars ist, glaube ich, ein bisschen weiter außen. Ich müsste da ein bisschen nach außen und dann ein bisschen kreisen. Also Lambert, wenn du auch ein bisschen um Claudia kreisen könntest, ja? So. Okay, super. Ja, ich finde, das sah gut aus. Das hat das gut geklappt? Ja. Professionell, ja. War das gut zu verstehen, ja. Ja, ja, aber eigentlich wollte ich euch ja mitnehmen. Das war ein bisschen Quatsch, oder? Schauspielkarriere. Großartig. Also mindestens Waldorf-mäßig unser Problemthema hier vorgetanzt. Ja, okay. Ja, genau. Dance Your PhD oder Dance Your... Also das war jetzt eigentlich Dance Your... Und ich wollte eigentlich euch jetzt Dance Your First Semester mitnehmen. Denn ich habe ja die Leiden eines Physikgrundstudiums durchlitten. Und da sitzt man auch irgendwann in einer Mechanikvorlesung. Und genau, Claudia weiß, Claudia kennt diese Schmerzen. Und in diese Zeiten meiner Schmerzen, Ende der 90er in Göttingen, wollte ich euch kurz mitnehmen. Wenn es nämlich darum geht, mal zu überlegen, wie geht das eigentlich so mit dem, mit den Planeten? Und wie bewegen die sich umeinander? Und das Interessante ist ja, also wir wissen alle, man sagt immer so, die Erde umkreist die Sonne, und das stimmt ja im Prinzip auch. Aber da gab es ja diesen guten Herrn Kepler, der so um 1600, ganz grob, also ein paar Sachen herausgefunden hat, die zu dem Zeitpunkt neu und auch revolutionär waren. Und das ist also etwas, was man, wenn man sich fragt, was ist eigentlich dieses Drei-Körper-Problem und warum ist das eigentlich ein Problem mit den drei Körpern? Wir, bei uns hier, wir sehen ja, das klappt eigentlich relativ gut mit drei Körpern, ne? Aber was ist eigentlich genau das Problem? Und um das Problem zu verstehen, wollte ich erstmal mit euch über zwei Körper sprechen. Und wie das eigentlich ist, wie sich zwei Körper miteinander bewegen, zum Beispiel halt im freien Raum. Also wenn wir uns jetzt überlegen, wir wollen uns gerne ein Sonnensystem basteln. Also wir überlegen uns mal, wie sieht das so aus, wenn wir irgendwo eine Sonne haben, also einen Stern. Die setzen wir da mal so hin, die so genau, Claudia. Und dann setzen wir da noch einen Lambert rein, also eine blaue Erde. Mhm. Und wie bewegen die sich umeinander? Kreisen die? Sehr gut. Kreisen die umeinander? Genau. Ah, hast du einen Rollstuhl?
Ja, ich habe einen Rollstuhl, das ist doch ideal. Ich meine, wie sonst sollte ich die Rolle als... Und ich habe glücklicherweise dieses Gamer. Ich kann nämlich sogar so... so. Oh, wow. Gut, okay. Ja. Ja. So, und da wollte ich jetzt nämlich mit euch ein kleines Experiment machen. Und dazu muss ich mal hier ein bisschen umbauen, weil wir uns jetzt nämlich angucken, ob der Lambert die Claudia umkreist oder ob er sie umeiert. Und der Kepler hat nämlich rausgefunden, dass er eigentlich nicht die Claudia umkreist, sondern dass er sie umeiert. Und wie wir das genau machen, dazu kommen wir jetzt. Ich muss mal eben hier ein bisschen schrauben. Okay. Ich wäre jetzt auf jeden Fall gespannt zu sehen, wie umeiern überhaupt aussieht. So, aber also. Das ist ja okay, ja. Wir, ich muss hier noch ein bisschen das Licht verändern, damit ihr auch jetzt hier gleich seht. Ich mach dich mal groß. Machst du mich mal groß, das ist super. So, jetzt seht ihr nämlich hier, seht ihr ein Blatt Papier. Mhm. Und wir wollen uns jetzt nämlich eine Ellipse basteln. Und um die Ellipse zu basteln, brauchen wir natürlich einen Schnürsenkel. Hier. Was sonst? Schnürsenkel. Ja. Und da müssen wir mal einen Knoten reinmachen in den Schnürsenkel, weil der sonst zu groß ist. So, jetzt habe ich hier einen Knoten in einen Schnürsenkel gemacht. So. Und ich habe hier ein Papier und ich möchte gerne ein Ei drauf zeichnen, nämlich eine Ellipse. Und weil ich überhaupt nicht zeichnen kann, gibt es einen super Trick, wie man eine Ellipse zeichnet. Man braucht dafür einen Hammer und zwei Nägel. Und jetzt nageln wir hier. Pass auf deine Finger auf. Diesen Nagel. Das ist so ein Kinderhammer. Das ist so ein Kinderhammer. Kennst du die noch? Ja. Das ist genau. Ich habe nämlich von meinem Sohn aus dem Spielzeug, aus dem Spielzimmer, habe ich nämlich hier dieses... Korbunterlage. Oh, da kann man so kleine Holzdinger drauf... Oh mein Gott, ich liebe Nagelset dieses... Nagelset genagelt. Ja. Genau, habe ich geschaut. Wow, so. Sehr cool. Ja. Und wir brauchen noch einen zweiten Nagel. Der wird hierhin genagelt. Ehrlich gesagt geht es viel einfacher, die zu drücken, aber da ich diesen Hammer gefunden habe, wollte ich eigentlich unbedingt was hammern für euch. Ja, wenn man schon einen Hammer hat, muss man was hammern. Ne? Also. If I had a hammer. Ja. So, dann muss ich eigentlich ein bisschen weiter raus. So, gut, und jetzt, ich wusste nicht, ob ihr auch immer so viel Ellipsen gemalt habt früher als Kind, jetzt kann man nämlich hier... Oh, der Hammer. Einfach, Hammer. Ja. Kann man nämlich einfach eine Ellipse malen. Toll. So, und schon ist der Schnürsenkel, könnt ihr das sehen? Ist das vom Kontrast her ausreichend? Können wir sehen. Und wieso hast du uns das nicht schon zu Ostern gezeigt? gute Frage. Da hatte ich noch nicht überlegt, dass wir mal über das Zwei-Körper-Problem sprechen, ja. Oder das Drei-Körper-Problem. So, und was nämlich der Kepler rausgefunden hat, ist, dass der Lambert gar nicht in einem Kreis die Claudia umkreist, sondern in einer Ellipse. Und die Claudia ist also, ich ziehe mal einen Nagel raus, also die Sonne ist in einem Fokuspunkt der Ellipse. Sagen wir mal in diesem hier zum Beispiel. Da ist die Sonne drin. Sagen wir mal hier Claudia. Sehr gut. Und der Lambert ist die Erde, die auf der, ich schreibe hier, Lambert. Kann man gut lesen, oder? Ja. Super. Ja. Und der Lambert zum Beispiel, der kreist so rum, sagen wir mal, hier um die Claudia. Und das Interessante ist, und das war die erste Erkenntnis eigentlich von Kepler, dass die Planeten sich bewegen, nicht auf Kreisbahnen, sondern auf Ellipsen. Und es gibt noch ein paar Erkenntnisse, die der gute Herr herausgefunden hat. Und zwar hat das damit zu tun, man kann sich natürlich immer zu jedem Zeitpunkt überlegen, wie ist eigentlich der Abstand von Lambert zu Claudia. Ich muss hier doch mal den Nagel rausnehmen. Mhm. So. Und der ist natürlich, wenn er da hinten, da draußen irgendwo ist, ist der Abstand relativ lang. Mhm. Und die Geschwindigkeiten sind auch ganz unterschiedlich auf diesen Ellipsen. Man kann nämlich sich überlegen, wenn der Lambert hier so auf die Claudia, also die Gravitation zieht ja den Lambert zur Claudia hin. Und das heißt, wenn er hier ist, dann wird er schneller, weil er zur Claudia hingezogen wird. Und hier hat er seine maximale Geschwindigkeit.
Mhm. Und dann fliegt er wieder von der Sonne weg, weil der Lammert ist ja viel, Entschuldigung, Claudia, leichter als die Claudia. Kontrafaktisch. Und deswegen wird er dann hier hinten wieder langsamer und wird wieder von der Sonne zurückgezogen. Und das heißt, hier hinten, diesen Abschnitt hier hinten, da ist er viel langsamer als hier vorne. Okay. Und das heißt also, von hier nach hier fliegt er relativ langsam. Aber um zum Beispiel von hier, Entschuldigung, von dieser Position hier nach da zu kommen, ist der Lammert relativ schnell unterwegs. Und das Erstaunliche ist, was der Kepler herausgefunden hat, dass wenn du einen Abschnitt von da nach da vergleichst, der gleich lang ist, also für den der Umlauf gleich lange braucht wie von hier nach hier, dann sind diese Flächen, die in diesen gleichen Zeiten überschritten werden, gleich groß. Krass. Das ist das sogenannte zweite Keplersche Gesetz. Also man kann sich, man hat immer eine, keine Ahnung, das sind jetzt hier vielleicht eine Woche und hier ist es eine Woche oder auch eine Sekunde und hier eine Sekunde. Und in gleichen Zeiten werden immer gleiche Flächen überschritten. Das ist das ist so eine Erkenntnis. Und dann gibt es noch eine Erkenntnis, das ist das dritte Keplersche Gesetz. Also das nennt sich die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der großen Halbachsen. Also Umlaufzeit zum Quadrat ist nicht gleich, aber entspricht bei verschiedenen Planeten den Kuben der großen Halbachsen. Und Halbachse ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nagelt mich nicht vielleicht fest, ich glaube, ist diese Strecke hier. Also einmal quasi das, was man im Kreis den Radius nennen würde, wovon wir hier eigentlich mehrere, nämlich zwei haben. Einmal die große Halbachse und die kleine Halbachse. Und das ist noch das dritte Keplersche Gesetz, was der Kepler rausgefunden hat. Und damit, mit diesen drei Gesetzen, kann man solche Planetensysteme zumindest aus einem Stern, aus einer Claudia und einem Lambert also eindeutig charakterisieren. Und das war das, was wir in der Uni kennengelernt haben, in der Mechanikvorlesung. Allerdings hat das unser Prof damals nicht einfach nur so angezeichnet, sondern das Problem ist ja immer in der Physik, die fangen ja dann immer an, so viel Mathematik zu machen. Und da gibt es halt richtig viel Mathematik, mit der man die Leute erquälen kann, wo man dann eine Herleitung für diese von mir gerade nur so kurz referierten Erkenntnisse macht. Claudia, du erinnerst dich noch, oder wieso nickst du sogar? Ich hab das schon völlig verdrängt, aber ich weiß noch, ich für mein Vordiplom auch Keplersche Gesetze gelernt habe und so. Und genau an das, was du gerade sagst, erinnere ich mich nämlich auch, dass ich mich noch an diese grässlichen Formeln erinnern kann, aber nicht mehr daran, wie schön eigentlich die Erklärung ist. Ne? Und also ich weiß noch irgendwie, ich war irgendwie nicht so ein Mathe-Ass. Ich habe irgendwie keinen Leistungskurs Mathe gehabt. Ich war irgendwie ganz okay in Mathe, aber also in der Schule. Und dann kam dieses Grundstudium in Physik und dann haben die mich da so abgehängt, die Profs immer. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum du zur Vorlesung gehst, weil eigentlich, ich bin immer zur Vorlesung gegangen, weil man dann um 11 Uhr wenigstens mal irgendwo angezogen, irgendwo stand. Und dann irgendwie mit den coolen Leuten um eins in die Mensa gehen konnte. Also die haben mich da immer so abgehängt und weil die beweisen dann da irgendwie was, ne? Und gut, ich meine, am Ende des Semesters hat man es dann doch noch irgendwie geschafft, das nachzuvollziehen. Und ich glaube, ich war auch relativ stolz darauf, dass ich auch diese Herleitung der Keplerschen Gesetze dann irgendwie nachvollzogen habe. Aber das musstest du ja auch machen für die Prüfung. Ja. Und ich weiß, ich habe so dieses Gefühl, dass ich das mal verstanden hatte vor 25 Jahren. Hatte ich mal von meinem ersten Semester und meinem einzigen Schein erzählt? Erzähl. Ich liebe Mathematik. Also ich wollte immer Mathe studieren, habe mich ja spontan umentschieden. Und das heißt, ich war dann in Mathe immer eine sehr gute Note, auch Leistungskurs und so weiter. Und war dann an der Uni. Und ich habe im ersten Semester einen einzigen Schein gemacht. Das war der Mathe-Schein. Ich habe ihn mit 4,0 bestanden, aber auch nur, weil der Prof mich nach der Prüfung fragte,
Und haben sie bestanden und ich sagte, nee, mir fehlen 2 Punkte. Und er sagte, die finden wir. Also Mathe an der Uni hat so nichts mit Mathe in der Schule zu tun. Ich hab Stunden da gesessen und habe mir Sachen angeguckt, was der da gerechnet hat. Und ich habe es nicht verstanden. Und nach 4 Vorlesungsstunden sagt er, ja, und das ist übrigens das Gauss-Verfahren. Und ich dachte so, das hatte ich in der 12. Klasse. Und ich habe es verstanden. Und ich habe es nicht erkannt. Mathe an der Uni. Ja, hat nichts, genau. Unterschreibe ich genauso. Hat nichts mit Mathe in der Schule zu tun. Ja. Aber es wäre interessant, dann nochmal zu gucken, ob das, also ich meine, deine Anekdote eigentlich, Claudia, könnte ein Hinweis darauf sein, dass das eine Ebene der Mathematikdidaktik hat, oder? Denn ich meine, wenn es die gleichen Themen sind, die dir damals eingeleuchtet hatten und dann auf einmal nicht mehr, naja, ja, ich weiß es nicht, es ist nur geraten, aber. Ja, weiß nicht. Aber ja, die Formel jedenfalls dahinter, ja. Genau, aber jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dachtet, ich wäre schon durch mit meinem Thema, aber ich muss euch enttäuschen, ich bin noch nicht durch mit meinem Thema. Aha. Denn das, was ich euch eben gezeigt habe, ist das eigentlich das Zweikörperproblem. Stimmt. Aber unser Thema, wenn ihr euch erinnert, hieß ja Planetenskat und für Skat braucht man immer 3. Ist ja das Dreikörper. Henning braucht man nicht, weil ich kann nur Bauernskat, dafür braucht man nur 2. Entschuldigung. Was ist denn Bauernskat? Planeten spielen keinen Bauernskat. Ja, ach so, okay. Das erkläre ich dir, wenn wir uns mal wieder treffen. Ja. So, ich würde gerne noch mal meinen Screen sharen. Mhm. Genau, also ich kann auch übrigens sehr empfehlen dazu, das kann ich auch gerne noch mal hier in den Chat posten, natürlich das Wikipedia-Lemma zu Keplersche Gesetze. Genau, dazu habe ich mich nämlich auch aus meinem Wissenschaftsgeschichtsstudium erinnert, da gab es auch noch diese Epizykel. Also als die Astronominnen oder wahrscheinlich waren es damals nur Astronomen, also noch gedacht haben, dass das alles auf Kreisbahnen funktioniert, haben die natürlich versucht, ihre Modelle irgendwie anzupassen. In diesem ptolemäischen Weltbild, wo es alles auf Kreisbahnen läuft, de facto läuft es aber ja auf Ellipsenbahnen. Und das kannst du dir natürlich irgendwie die Beobachtungswerte von sowas wie Mars und Venus, die du halt super irgendwie beobachten kannst und Jupiter und so, kannst du dir halt nicht gut erklären, wenn dein Modell sagt, es ist Kreise und de facto bewegen die sich auf Ellipsen. Und deswegen haben die sich was einfallen lassen, das ist das sogenannte Epizykel. Also die haben gedacht, der Planet, ich weiß nicht, seht ihr meine Maus hier, wenn ich sie hier bewege? Aber die Qualität ist auch nicht ganz so gut. Ah, okay. Also als man noch gedacht hat, der Planet würde sich auf einer Kreisbahn bewegen, und das ist in diesem Bild der mittlere schwarze Kreis, der so ein bisschen nach oben verschoben ist, dann war das mit den eigentlich beobachteten Daten nicht zu vereinbaren. Und deswegen hat man gesagt, okay, der Planet selbst bewegt sich gar nicht auf diesem mittleren schwarzen Kreis, sondern auf einem noch kleineren Kreis, dem sogenannten Epizykel, der hier oben links auf dem mittleren Kreis aufgesetzt ist, und dessen Mittelpunkt rollt auf dem eigentlichen Kreis, dem Differenten, ab, und der Planet selbst bewegt sich auf diesem kleinen Epizykelkreis, dessen Mittelpunkt auf dem eigentlich angedachten Kreis abrollt. Also und das führt dann zu, wenn du das mit verschiedenen Geschwindigkeitskomponenten komponierst, führt das dann dazu, dass diese Dinge also einfacher die echten Beobachtungsdaten erklären. Irgendwie verständlich. Aber was für einen irren Aufwand man dafür betreibt, um die Prämisse zu retten, dass es alles kreisförmige Bewegungen sind, oder? Ich meine, im Nachhinein kann man immer solche Sprüche machen, ich weiß, aber... Genau, aber es ist halt, der Kreis ist halt das Harmonische, der Kreis ist das Natürliche, das Selbstverständliche, und deswegen retten wir die Theorie, ne? Und genau, wir sind wieder beim Theorie-Retten, wie irgendwie vorletzte Folge auch, genau. Aber das war nur ein Exkurs, weil Kepler uns ja dann in der Tat sozusagen hier die... Wenn du ein Bild oder so zeigen möchtest, also ich kann den Link auch bei mir zeigen, weil man kann wirklich nur Pixelbrei sehen teilweise. Echt? Das ist ja schade. Ja.
Also ich wollte diese Animationen dessen, was ich gemalt habe, sind auch hier in dem Wikipedia-Artikel zum Zweikörperproblem. Ich kann auch den Chat jetzt, ich tue nochmal den Wikipedia-Artikel zum Zweikörperproblem. Jetzt sehen wir uns wieder selber, das ist immer ganz verwirrend. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur kurz den... ja. Aber wenn ich jetzt hier diese Animation aufmache, sieht man die so ein bisschen? Ja, das sieht man besser, ja. Mhm. Ja, genau, also da sieht man das, da sieht man den Lambert, wie er um die Claudia kreist. Und das Interessante ist ja, dass Gravitation und Anziehung halt auch gegenseitig funktioniert, ne? Und das heißt, man sieht, was wir eben bei mir im Papiermodell nicht sehen konnten, dass auch die Sonne ein bisschen wackelt. Also die Sonne wird auch ein bisschen von der Erde angezogen, nicht nur die Erde von der Sonne. Und das ist also ein interessanter Aspekt, der hier mit reinkommt. Wir sind aber nach wie vor noch beim Zweikörperproblem. Und was also passiert, wenn wir das Dreikörperproblem haben, das wollte ich euch jetzt mal in einem Simulator zeigen. Und auch da... Der ist jetzt wirklich pixelfrei. Henning, den könntest du vielleicht mal als Link jetzt rüber schicken, ja, dass Claudia den besser erkennbar. Okay, also das ist schade natürlich. In welchen Chat soll ich das tun? Ich tue das mal ruhig hier in den Twitch-Chat reicht völlig, weil sonst sehen wir ja auch. Achso, da habe ich, reicht auch. Okay. Dann kannst du wieder dein Bild zeigen und dann... Kannst du was für mich machen? Genau, kann ich was für dich machen, genau. Ich mache das mal so, Moment. Also du kannst deine Kamera wieder sharen. Ja, aber schade, komisch, wieso das hier nicht so gut... Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Verbindungsproblem vielleicht auch. So. Ach so, okay. Ja, von Berlin nach Jülich ist natürlich auch echt. Ja, weit. Komm, das, also da kann man ja nun wirklich, das ist problematisch. So, genau, also wir haben ein Universums-Simulator jetzt hier. Das macht wirklich Spaß. Also mir macht das zumindest Spaß. Und es dreht sich schnell. Sehr schön. Genau. Ach so, ja. Jetzt habe ich den Time-Lag hier noch drin. Ja. Und du könntest mal, Claudia, ich mache das bei mir auch mal. Also du hast eine goldene Sonne und einen roten Planeten, der das umkreist. Sehe ich das richtig? Ja. Genau, und dann könntest du zum Beispiel also du kannst links auswählen, was du noch dazu tun möchtest. Du könntest zum Beispiel eine Supererde dazu tun, die hat fünffache Erdmassen. Also du könntest mal einmal auf Supererde klicken. Ja, mache ich. Und könntest dann irgendwo zum Beispiel außerhalb von der roten Laufbahn mal draufklicken. Und dann fügst du halt Planeten hinzu. Ja, ich sehe, ich habe eine Supererde hinzugefügt. Genau. Und jetzt haben wir also ein Dreikörperproblem, weil jetzt haben wir sozusagen drei Körper, die also in diesem System sich miteinander, umeinander bewegen. Und wir sehen jetzt im Moment wahrscheinlich auch eine relativ stabile Situation. Ja. Ja. Das Erstaunliche daran ist also dieses, was der Kepler herausgefunden hat für die zwei Körper. Dafür haben wir ja diese Ellipse gemacht, die natürlich eigentlich in Form einer mathematischen Gleichung oder eher in Form einer mathematischen Lösung eines Gleichungssystems daherkommt. Das Interessante aber jetzt ist, dass man, sobald man drei Körper hat, dafür keine wirklich abgeschlossene oder geschlossene Form, sagt man in der Mathematik, in Form einer Gleichung angeben kann, wie die sich miteinander bewegen. Das heißt, sobald du also drei Körper hast, die ja nicht gerade zu vernachlässigende Massen haben und nicht mehr so schön, also es sind immer noch Ellipsenformen, aber wie die sich genau bewegen und was da genau passiert, kannst du nicht mehr sozusagen mit einer einzigen mathematischen Formel angeben. Und das ist eigentlich eine ganz erstaunliche Erkenntnis, dass das nicht geht, sondern dass du das eigentlich nur noch mit zum Beispiel numerischen Simulationen halt beschreiben kannst. Und das heißt, auch so ein Sonnensystem wie das oder ein Planetensystem wie das unsrige, gut, die Planeten, die jetzt ganz weit draußen sind oder so, Pluto zum Beispiel, als er noch Planet war, der hat da nicht so einen riesen Einfluss drauf. Aber auch ein Planetensystem wie das unsrige mit acht Planeten
ist halt nicht sozusagen mit einer einfachen Formel zu beschreiben. Und das finde ich irgendwie eine ganz interessante Erkenntnis. Ich habe es noch nicht verstanden, Entschuldigung. Wann kann man es, warum nicht mehr mit einer Formel beschreiben? Ab dreien. Okay. Ich habe es kaputt gemacht. Ja, genau. Du hast das Universum zerstört. Das ist der eigentliche Spaß, ist ja das, es kaputt zu machen, genau. Und es ist Kunst. Komm, das kommt in den besten Universen vor, dass es mal so einen Crash gibt und dann so, okay. Genau, also der eigentliche Spaß ist da halt dann noch richtig fette Dinger reinzusetzen. Mhm. Du könntest halt auch so einen Eisgiganten da reinsetzen. Du könntest ein Giant Planet mit 300-facher Erdmasse reinsetzen. Oder du kannst sogar halt eigentliche Sterne da um den Stern kreisen lassen. Und wenn du da halt so richtig fette Klopper reinsetzt, dann interagieren die halt mit den anderen Planeten natürlich, so richtig lustig. Und da gibt es dann halt beliebig Ungemach, was dann zum Beispiel aber auch dazu führen kann, dass da mal ein Planet rausgehauen wird. Oder jetzt, genau, wie du siehst, dann irgendwann ist Game Over, ne? Ja, ja. Ist ja nett. Genau, das ist noch der ein bisschen einfachere Simulator, der das aus meiner Sicht noch ein bisschen zu easy macht zu überleben. Ich habe noch einen zweiten Simulator, den ich auch gerne euch nochmal in den Chat geben würde, der aus meiner Sicht das noch ein bisschen realistischer darstellt. Der ist aber auch ein bisschen nicht ganz so einfach zu bedienen. Aber ja, wenn du willst, Claudia, kannst du den auch mal aufmachen. Ja, ich bin dabei. Dann lädt das und dann musst du auf Build klicken. Oh, das ist sogar mit Sound. Ja, genau. Ich habe das bei mir im Chrome gemutet, das Tab. Ich weiß nicht, wo man das da sonst ausstellt. Das werde ich jetzt auch mal tun. Genau, dann kannst du auf Build bitte klicken. Ja. Und dann sehe ich, wie sich ein Spiegelei bildet. Ein Spiegelei. Ich habe jetzt leider ich bin noch hinten dran hier mit meiner Übertragung. Ja. Aber da kannst du halt verschiedene, oben rechts zum Beispiel kannst du sagen, ob du einen Stern hinzufügen möchtest. Oder das erste ist ein Stern, der selber also keine Schwerkraft fühlt, der sozusagen nicht mit beiträgt. Das zweite wäre ein Stern, der sozusagen auch selbst mit beiträgt. Und danach kannst du zum Beispiel Planeten hinzufügen. Und dann kannst du, wenn du auf der rechten Seite auf das erste Symbol klickst, auf Planets, kannst du da zum Beispiel auch halt irgendwie die Größe oder auch die Farbe oder so definieren. Wow, okay. Und man kann dann da auch rein und raus zoomen. Und ich habe da schon sehr schöne Erfahrungen, also sehr schöne Szenarien mitgebaut. Und ich dachte auch, ich könnte euch jetzt eins vorführen, aber wenn man das von meinem Screen gescherte nicht so richtig gut sieht, dann ist das jetzt natürlich nicht so einfach. Aber da kann eigentlich jeder selber nochmal mitspielen und dann vielleicht am besten ein Claudia-Stern, eine Lambert-Erde und ein Henning-Mars dazu fügen. Und dann kannst du dem noch so initialen Schwung geben. Und man sieht halt auch da, dass es halt, also mit Zweien ist immer alles kein Problem, aber sobald mal so einen Dritten man da so richtig unschön da reinschießt, geht da also richtig die Post ab und das Problem ab. Und ja, die Lessons learned eigentlich hieraus, die ich euch mitgeben wollte, ist, wenn man zwei Objekte hat, deren Bewegung man relativ zueinander im Universum beschreiben möchte, ist es kein Problem. Ja, vorher hat man eine geschlossene Form, eine schöne Gleichung. Ja. Und nur drei Objekte reichen schon aus, um das also mathematisch nicht mehr einfach hinschreibbar zu machen. Und das fand ich in meinem ersten eine sehr interessante Erkenntnis. Das ja, und ein schön spielerischer Zugang zu dieser Erkenntnis, das ist toll. Ja, aber ich würd sagen, ich habe das fliegende Spaghetti-Monster gemacht. Definitiv. Am Anfang sah es kurz aus wie dieses CERN-Logo, aber jetzt ist es ein fliegendes Spaghetti-Monster. Ja, finde ich auch. Ja, sieht gut aus. Hat was. Das ist ja echt ein tolles, also da kann man wirklich sich ausprobieren einfach mit.
Ja, man kann auch ein bisschen Gott spielen, muss man ganz klar sagen. Ich baue mir hier ein Universum. Mhm. Ich meine, in der Simulation kann man zum Beispiel auch Sachen kreieren mit negativer Masse. Oder man kann einfach ein Naturgesetz mal eben rauslassen. Ja. Es gibt keine Massenträgheit oder so, oder? Das ist genau. Doch irgendwie auch cool. Ja. Du kannst die Zeit rückwärts laufen lassen, du kannst irgendwie im Newtonschen Gesetz rumfummeln und irgendwelche Skalenfaktoren anders setzen. Das ist schon witzig. So wie Q bei Raumschiff Enterprise. Ne? Genau. Ja. Ja, ja. Ein spielerisches Gottwesen, was irgendwie, ja. Aber zum Glück nichts real kaputt macht. Ja, wer weiß, was wir damit wirklich steuern, wenn wir das. Ja. Es gibt auch diese lustigen Astrophysik-Leute. Ist das eigentlich credible, findet ihr das? Die sagen, hey, was gibt es denn eigentlich für Argumente dafür, dass das nicht eine Simulation ist, in der wir leben oder so, diese Geschichte? Na, das ist wahrscheinlich Quatsch, oder? Ja. Es ist eine philosophische Frage. Ja, okay. Ja. Ich glaube, damit habe ich in meinem Physikstudium sehr viel Zeit verbracht. Ja. Mit philosophischen Fragen. Anstatt schön mal hier den Gauss-Satz selber beweisen zu können. Ne? Ja. Ja, schlimm. Ja, ich finde das auch natürlich sehr spannende Fragen. Und genau, da gibt es natürlich auch irgendwie tolle Filme zu, irgendwie von Matrix über Third Floor und Welt am Draht und so. Lambert, du bist doch Welt am Draht-Fan, oder? Stellst du dich jetzt hier richtig ein? Ehrlich gesagt, ich habe den Film nie gesehen, aber der ist ein richtig toller Klassiker, ja? Ja. Aber wenn man sich das mal vorstellt, ist zum Beispiel, was weiß ich, die Mathematik ist ja auch irgendwie echt so krass, wie schnell so manche Möglichkeitsräume explodieren, also wie groß die werden können. Ne? Also wenn man sich alleine mal vorstellt, irgendwie dieses Brettspiel Go hat ja anscheinend irgendwie mehr Stellungen, die denkbar sind, als es irgendwie Atome im Universum gibt. Ne? Und dann kannst du dir mal überlegen, was für einen Computer du brauchst, um irgendwie... Also stell dir vor, wie sind gerade die Sandkörner auf diesem Planeten verteilt? Wie brechen sich die Wassermoleküle an allen Stränden dieses Planeten? Und damit hast du nur diesen ömmeligen Planeten beschrieben. Und dann gibt es noch so und so viele andere Sonnensysteme und so mit. Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, wie irgendjemand diese Rechenpower irgendwo rumstehen hat, aber wer weiß. Irgendwann. Ne? Ja. Ja, vielleicht doch eher philosophisch interessant, okay. Gut, ja, aber das dachte ich mir, wir müssten heute mal über das Dreikörperproblem sprechen. Ja, wir haben lange nicht mehr über den Weltraum gesprochen. Das ist auch immer ein schönes Thema. Klasse, ja. Mir hat die Überlegung gefallen, dass es wirklich eine Grenze dafür gibt, wann bis wohin sich das in Formeln ausdrücken lässt. Also das ist natürlich, ich meine, man könnte ja bei den Simulationen sagen, okay, es kommt euch wie eine Spielerei vor, weil es ist eine Spielerei. Aber nee, ist es eigentlich nicht, oder? Weil es so eine adäquate Art ist, sich so anzunähern, so ein Problem. Weil ich meine, man kann dann eigentlich nur mit konkreten Zahlen ausprobieren und gucken, was passiert letzten Endes dann, oder? Wenn man es nicht sinnvoll in Formeln darstellen kann. Und die Simulation, die du gezeigt hast, ist nur die Visualisierung von einem konkreten Zahlenmodell, was man einfach mal durchrechnet, oder so. Ja. Aber es sieht beeindruckend aus. Definitiv. Sehr cool. Okay, ja. Aber Claudia, du wolltest doch mit uns über YouTube reden. Ja. Sieht das auch beeindruckend aus? Wir machen die einfachen Themen immer zum Schluss, ne? Du musst den Rausschmeißer machen, sonst Hennings Rolle. Ja, stimmt. Das ist kein Problem. Ich schmeiße euch alle raus. Also, ich hatte da so ein Paper schon so ein bisschen liegen. Und nachdem Henning letztes Mal mit Black Lives Matter am Ende gekommen ist, ist mir dieses Paper wieder in die Hände gefallen. Und ich habe es mir jetzt durchgelesen. Und zwar geht es da um so ein Thema, das man, also eigentlich von dem man so denkt, na, das ist ja relativ logisch oder man kann sich es gut vorstellen. Und zwar geht es um die Radikalisierung auf YouTube. Und zwar die Radikalisierung von Zuschauenden. Also von KonsumentInnen von YouTube-Inhalten.
Ich poste mal gerade den Link zum Paper. Es handelt sich um ein Proceedings Paper für eine Konferenz und es heißt Auditing Radicalization Pathways on YouTube. Und ich finde, das hat halt einen schönen Ansatz, weil sie versuchen natürlich etwas zu zeigen, was man, also etwas wissenschaftlich belegbar zu untermauern, was man so gefühlt einfach schon weiß, quasi so. Das ist auf YouTube, also man kennt es ja von sich selber, ich fange an, irgendwie mir ein Interview zum Thema Physik anzugucken und ende bei Musikvideos aus den 90ern. So, also man kann sich auf YouTube weiterentwickeln und auch über die Zeit verändert sich, was man so konsumiert. Und die haben einen Ansatz gewählt, den ich richtig gut finde. Also ich finde das Vorgehen gut, das Thema, das Relevanz des Themas, die haben super Forschungsfragen formuliert und in der Methodik, Diskussion und der Kommunikation, was die Ergebnisse können und was nicht, fand ich die sehr gut. Nichtsdestotrotz habe ich mir ein paar von diesen Videos angeguckt und da hätte ich mir wirklich lieber Katzenvideos angesehen. Und zwar untersuchen die drei Communities quasi. Die haben drei Communities definiert, die es so gibt, die aber natürlich schwierig abzugrenzen sind. Das erklären sie auch. Und zwar sind das drei Communities, die unterschiedlich radikal sind. Also es gibt das IDW oder IDW, das Intellectual Dark Web. Da könnte man so sagen, das sind so die unbequemen Fragen stellen, so mal über das Thema Rasse oder über IQ reden. Aber alles noch so in einem Ich-frag-ja-nur-Kontext. Dann gibt es das ganz, ganz krasse auf der extremen Skala, das Alt-Right, also White Supremacy, White Ethnostate, Weiß ist überlegen, dieser Gedankengut. Und dann gibt es die dritte Community, die dazwischen liegt und Alt-Light genannt wird. Also die liebäugeln mit diesen ganzen Konzepten, die Alt-Right haben und glauben auch so, also globale Verschwörungen und Umvolkung und sowas, aber die sind noch nicht so extrem. Und diese drei Communities definieren die und nehmen noch eine Kontrollgruppe. Das sind die Medienkanäle, also YouTube-Medienkanäle, die großen Bekannten, und untersuchen die und stellen sich drei Forschungsfragen, von denen ich zwei gerne kurz nennen würde. Weil die erste Frage ist generell, wie sind diese Kanäle auf YouTube im letzten Jahrzehnt gewachsen? Also alle drei Communities und auch die Medienkanäle. Und die zweite Frage, die dann daraus resultiert, ist, inwieweit wird eine systematische Verlagerung der Zuschauenden zu immer extremeren Inhalten festgestellt. Also diese Radicalization Pathways. Und also ich fand die Methodik halt toll, weil die haben, wir reden hier von richtig viel Daten. Was sie nämlich gemacht haben, ist, dass sie relevante Channels gefunden haben. Aus so einem, es gibt schon so Definitionen, welche Kanäle gehören ungefähr wozu. Und haben dann mit iterativen Verfahren immer weitere Kanäle gefunden, die so in diese Communities gehören. Und haben über diese Channels alle Daten gesammelt, die man sammeln konnte. Also Likes, Abos, die Views-Anzahl, nicht nur pro Kanal, sondern für jedes einzelne Video. Was steht in den Infotexten, also die Captions dazu. Und alle Kommentare und alle Kommentierenden. Also es ist ein ganz, ganz großer Datensatz und danach gab es nochmal so ein manuelles Zuordnen mit mehreren Leuten, unabhängig voneinander, welcher Kanal gehört in welche Community. Und so haben sie sich quasi einen Pool aufgebaut von 350 Kanälen insgesamt. Ich muss gerade nochmal selber gucken. Ich glaube, davon waren irgendwie so, genau, 85 diese Intellectual Dark Web, 112 Alt Light, 84 Alt Right und dann noch 68 Medienkanäle. Die haben 330.000 Videos analysiert, also die Infos gespeichert, 72 Millionen Kommentare und knapp 6 Millionen Nutzerinnen, die quasi kommentiert haben unter diesen Videos. Also das ist ein großer
Großer Pool. Nein, eigentlich, Mr. Prosser, dürfte da keine Paywall sein. Bei mir war da keine. Kommt ihr da dran? Aber welches VPN bist du denn? Bei mir hat es geöffnet, ja. Ja, ich wollte sagen, ich war nicht im VPN. Aber wo muss ich denn da draufklicken dann eigentlich? Get Access? Der DOI-Link. Wenn ich auf die DOI klicke, dann geht bei mir, muss jetzt selber nochmal gucken, bin jetzt auch nirgendwo eingeloggt, muss ich mal selber gucken. Wo kann ich denn da auf die DOI klicken? Also im Chat hatte ich ja die DOI. Ja, genau, ja. Ja, und dann habe ich hier so ein Abstract und dann Get Access und dann. Hä, wieso ist da jetzt Get Access? Ich habe das mir tatsächlich über denselben Kanal runtergeladen. Das Problem auch, ja. Okay. Das ist ja krass. Ah, dann, oh, wir müssen schnell die OA-Version davon finden. Ja, genau. Guck mal schnell. Hm. Das ist ja interessant, weil ich habe es mir tatsächlich gestern noch. Also, nee, heute habe ich es mir noch angeguckt über diesen. Du, da sind die Klicks hochgegangen. Das haben die gemerkt, dass die Claudia da dreimal aufgeklickt hat. Wir haben es gleich monetarisiert, ne? Und dann haben sie gedacht, Alter, da können wir richtig Reibach mitmachen. Das gibt's doch nicht. Das war bisher Open Access. Ich hatte, also, das ist ja der Hammer. Und hier steht auch noch 2020. Beim Forschungsstrom. Copyright held by the owner authors. Es gibt eine bei Archive.org eine Version davon. Ah, das ist doch schon mal schön. Kannst du die mal vielleicht in den Chat posten? Natürlich, ja. Wahnsinn. Also das Supplemental Material unten ist auf jeden Fall noch frei, so wie es aussieht. Aber das war unfassbar. Wahrscheinlich wirklich meine Klicks, ne? Ne? Ich habe das heute 5, 6 Mal aufgerufen. So schnell ändert der Forschungsstrom hier was an den Revenues der Verlagen. Ich glaub's nicht. Da achte ich ja als allererstes drauf. Da werde ich ja erkrankt, ich werde da. Naja, gut, okay. Dann müsst ihr mir nachher einfach mailen. genau. Horsti hat einen Link geschickt. Hat auch einen Link geschickt, super. Ja. Danke dir. Danke dir. Super. Ja, also genau, also die haben eine richtig große Datenbasis. Ich meine, sich 72 Millionen Kommentare zu speichern, ist Wahnsinn. So. Und das ist die Datenbasis, auf der sie arbeiten. Und die erste Forschungsfrage war ja so generell nach dem Wachstum, ne? Also wie sind die Kanäle gewachsen? Und man muss natürlich sagen, die Medienkanäle, also die klassischen Medienkanäle, sind deutlich größer. Aber für alle Kanäle gilt durchweg, dass sie gewachsen sind. Also sowohl was die Kanalanzahl angeht, als auch die Veröffentlichung, also die Anzahl der veröffentlichten Videos, Likes, Views, Kommentare. Und was sie quasi gemerkt haben als einen Unterschied zwischen diesen Kanälen, ist nicht, dass sie unterschiedlich stark gewachsen sind, sondern dass die Kanäle, die diesen Communities angehören, sich von den Medienkanälen in dem Punkt unterscheiden, dass sie deutlich interaktiver sind. Also es gibt mehr Likes oder mehr Kommentare per View. Also Ansicht wird mehr kommentiert. Und das Interessante ist, dass die Kommentare pro Video super angestiegen sind im Jahr 2015 mit der Präsidentschaftswahl in den USA. Also dass dort dann quasi die Community plötzlich aktiver geworden ist oder sich mehr kommentiert und ausgetauscht wurde. Und es ist irgendwie schon so eine erste Erkenntnis. Und ich meine, bei so einem großen Datenpool, den man dann doch hat, finde ich das ja schon eine Aussage, dass man das da wirklich sehen kann, dass in 2015 ein Anstieg zu sehen ist, den man sonst nicht erwartet hätte. Und es kann jetzt auch nicht daran liegen, dass es diese Kanäle vorher nicht gegeben hat. Also sie haben geguckt, seit wann gab es diese Kanäle, und sie haben gesagt, also 4 von 5 Alt-Right-Kanälen gab es schon im Jahr 2013. Also die gab es schon vorher. Das heißt, es wurde was aktiviert, was aber von der Basis her schon da war. Aber Claudia, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wie Sie in die Vergangenheit gucken, also wie Sie diese Entwicklung darstellen können. Haben Sie, wenn du sagst, über die letzten 10 Jahre beobachtet, machen Sie diese Untersuchung schon seit 10 Jahren und haben jetzt nur das Paper geschrieben? Oder wie können die in die Vergangenheit gucken? Anhand der Videos. Ne? Also die gucken, wie viele Videos wurden veröffentlicht pro Kanal. Wie viele Views pro Video, also die gehen quasi über die Zeit der, also ein Kommentar hat ja ein Datum und ein Video hat auch ein Datum.
Aber zum Beispiel ein View hat ja kein Datum. Also ein View kann ich immer nur den aktuellen Stand sagen und ich weiß nicht, ob ein 10 Jahre altes Video vor 5 Jahren, wie viele Views das hatte. Ja, genau. Nee, das kann man nicht sagen, aber da gehen sie dann davon aus, dass natürlich, also dass das Video jetzt 2015 veröffentlicht wurde, es hat die View-Anzahl und die Anzahl an Kommentare. Das kann natürlich dann Kommentare auch später nach sich ziehen. Da wird dann wieder eher drauf geachtet, auf die Zeit des Kommentierens, wenn es dann um die Nutzermigration oder die Bewanderung der Nutzer und Zuschauenden geht. Hm. Aber bei den Kanalentwicklungen ging es tatsächlich um den Zeitpunkt des Videos. Genau, aber auch zum Beispiel aber Subscriber oder so kann ich ja, glaube ich, auch nicht in die Vergangenheit gucken. Ne? Nee. Ja. Okay. Machen die eigentlich eine Aussage darüber, inwieweit diese automatischen Empfehlungsmechanismen von YouTube da eine Rolle spielen oder gehen sie darauf nicht nochmal speziell ein? Das wäre Forschungsfrage 3, die ich jetzt nicht vorgelesen habe. Okay. Weil ich da jetzt auch nicht, also das sagen sie auch selber, da finden sie ihre das, was sie gefunden haben und das, was sie, wie sie vorgegangen sind, da das sehr, sehr schwierig ist, sehen sie da keine starke Aussage. Und da stimme ich zu. Also da hat man halt einfach das Problem, das haben sie auch gesagt, dass sie halt einen Zugang gemacht haben und haben Recommendations, also ein Video geöffnet und dann die Recommendations gespeichert auf Kanäle und auf Videos. Sie ändern sich ja aber dynamisch jeden Tag. Und die ändern sich auch, ob du in Amerika sitzt oder ob du in Deutschland sitzt. Und dann haben sie über verschiedene VPNs Daten gesammelt und mehrere Aufrufe gestartet und haben dann auch sich quasi rekursiv durch die Empfehlungen durchgehangelt, um zu gucken, wie lange brauche ich von einem Content zum anderen. Aber da fehlt halt was ganz, ganz wichtig, ist die Personalisierung. Also sie haben sich nie eingeloggt. Das heißt, es ist immer nur das, was man als nicht eingeloggter Nutzer sehen kann, was eine Personalisierung macht, wo man ja in der Historie der Views quasi in YouTube gespeichert ist, ist natürlich nicht so leicht untersuchbar. Deswegen habe ich gedacht, so die Forschungsfrage 3, da finde ich die Ergebnisse nicht so überzeugend. Aber bei Forschungsfrage 2 finde ich halt schon. Genau, was wollte ich nochmal sagen? Das muss ich gerade nochmal überlegen. Genau, dass es diese Alt-Right-Kanäle schon gab, 2013, das hatte ich gesagt. Und die haben als allererstes mal gar nicht auf die Wege geguckt, sondern einfach mal geguckt, wie sehr sich die Communities eigentlich unterscheiden. Also wer teilt sich die Kommentierenden? Also jeder der Kanal angeguckt und wer kommentiert den und dann geguckt, wie die sich so überschneiden. Und die gemeinsam Kommentierenden zwischen diesen drei Communities und den Kommentierenden bei Medien sind auch stark angestiegen seit 2015, was so ein Hint darauf ist, dass sie halt einfach an Popularität gewonnen haben. Ne? Also dass sie einfach auch bei den normalen Nutzenden angekommen sind. Ja, aber ich finde halt den Migrationen, also diese Trajektorien von Personen super interessant. Also die haben sich quasi verschiedene Zeitscheiben angeguckt und haben gesagt, okay, im Jahr 2006 bis 2012 in dieser Zeitscheibe alle Kommentierenden rausgesucht, die ausschließlich bei dem Intellectual Dark Web oder bei Alt-Light-Kanälen kommentiert haben. Also die quasi diesen gemäßigten Content konsumiert und sich dort eingebracht haben. Und haben dann geschaut, wo kommentieren die ein Jahr später oder eine Zeitscheibe später? Und ich finde, da kommen ganz interessante Sachen raus. Zum Beispiel im Jahr 2017 haben 1,2 Millionen Nutzer oder Kommentare waren ausschließlich von den Nutzenden, waren bei Intellectual Dark Web und Alt Light. Und im Jahr 2018, dieselben Kommentierenden im Jahr 2018, haben ganze 12% Alt-Right-Kanäle kommentiert. Also im Jahr 2017 ausschließlich gemäßigt, aber immer schon schlimm genug. Und im Jahr 2018 haben dann 12% von denen tatsächlich Alt-Right-Kanäle gefunden und mit denen interagiert. Ja, krass. Ja, im Vergleich dazu, bei denen, die nur Medien
konsumiert haben, also nur Medienkanäle kommentiert haben, sind nur 3% bei Alt-Right-Kanälen gelandet. Das ist ein Unterschied. Ja, da kannst du diese viel, viel besungene, viel gescholtene Radikalisierung der Gesellschaft kannst du richtig nachweisen. Ja, man kann sie sehen. Und sie haben das auch so ein bisschen sogar unterteilt in light, mild and severe. Also wie viele Kommentare haben sie denn geschrieben? Also nur wenige, so 1 bis 2 oder gleich mehr als 6 Kommentare. Und und da kann man auch sehen, dass es doch dann doch irgendwie 3% sind, die dann auch richtig viel kommentieren. Also für diejenigen, die das Paper jetzt aufgerufen haben, sag ich mal, das ist Abbildung 3, die ganz rechte Spalte. Und ich fand das halt imposant, weil wir reden ja jetzt hier nicht von ein paar Daten oder von so einem kleinen Ergebnis, sondern das sind so, so viele Daten. Und ich finde, das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man das mal so schwarz auf weiß liest. Und sie haben sich jetzt, und das fand ich richtig gut, nicht damit zufrieden zu geben, zu sagen, wir gucken uns an, wie war es denn früher und wie sind sie dann über die Zeit gewandert, sondern die haben auch gesagt, okay, wie viele von denen, die Alt-Right-Kanäle kommentieren, sind denn diesen Weg gegangen? Also quasi in die andere Richtung. Ja, also wie viele von denen, die jetzt Alt-Right-Kanäle kommentieren, kommen denn von den anderen Kanälen? Und da kommen sie tatsächlich drauf, dass die im Jahr 2018 die Alt-Right-Kanäle kommentiert haben, zu 40% diesen Weg gegangen sind. Wow. Ja. Also wirklich ein Durchlauferhitzer, so, ne? Ja. Also sicher nicht so geplant von den Machern, aber vom Ergebnis her betrachtet dann, ja. Ja, eine Sache, die ich so frappierend finde, also ich habe so Kindheitserinnerungen 80er Jahre mäßig, dass in dem Provinzbahnhofskiosk ich in der Auslage so eine DVU-nahe Zeitung gab es damals. Das war damals so die, kann man es mit der AfD vergleichen, eine rechtsradikale Partei in Deutschland jedenfalls oder sowas. Mhm. Und es gab so ein oder zwei solche Zeitungen. Und das Faszinierende, finde ich, im Nachhinein ist, ich so als Kind aus der westdeutschen Provinz in den 80ern oder so, kannte wirklich nur durch die Auslage dieses einen Bahnhofskioskes, dass es dieses Medium überhaupt gibt. Ist doch schräg, oder? Weil ich meine, heute ist ja die Medienwirklichkeit eine komplett andere. Also man hat all diese Medien, also den Durchlauferhitzerzustand und nochmal X-Varianten von der extremen durchradikalisierten Variante gleichzeitig da und wahrscheinlich einen Klick weit entfernt in der eigenen Timeline oder so. Das finde ich faszinierend. Ja. Ja. Ist auch banal, aber ja. Ja, aber können wir da jetzt irgendwie eine positive Note rausziehen, eine positive Lessons learned? Ich meine, klar, also erstmal ist es gut, irgendwie sich sicher zu sein, dass dieser gefühlte Radikalisierungsprozess in unserer Gesellschaft, den wir alle irgendwie fühlen, den jetzt, den auch irgendwie, wissenschaftlich, sozialwissenschaftlich zum Beispiel auf YouTube nachweisen zu können. Das ist sicherlich nicht schlecht, aber nehmen wir daraus auch etwas was mit, wie wir den Nazis die Stirn bieten können. Das ist jetzt wieder die Transfer zu, wie waren das noch? What und so what. Ja. What and so what, genau. Ja, genau. Also, ja. Danke für das what und lass uns zum so what kommen. Genau. Ja, das ist auch tatsächlich, habe ich mir ganz, ganz fett an dem Punkt hier in meinen Notizen ganz fett rot angemalt, wie können wir diese Zahl drücken? Also, und ich habe so für mich jetzt, also so gefühlt, irgendwie ziehe ich daraus, dass ich, also ich möchte nicht mit Menschen reden, die Alt-Right-Content konsumieren oder kommentieren und da in dieser Bubble drin sind, weil das einfach keinen Wert hat. Aber ich frage mich halt, ob man halt quasi die auf dem Weg sind, irgendwie davon abhalten kann, zu diesen Prozent zu gehören, die diesen Weg gehen und am Ende da landen. Und aber wie? Okay, dann mache ich mal einen Vorschlag. Verbieten. So, wir verbieten das jetzt.
Da werden jetzt Alt-Right-Kanäle werden jetzt einfach mal zugemacht. So, zack, bums. Hauen wir drauf. Volle Kante mit dem Hammer draufhauen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, dann gibt es halt ein Darktube. Allerdings ist natürlich dann die Frage, ob die Leute das so einfach finden würden. Also quasi, ob es diese einfache, simple Migration, weil es ja nun mal ein Medium ist, wo man so quasi on the fly, flow-mäßig von einem zum nächsten Content kommt, ob das noch passieren würde, wenn man zwei Plattformen hätte. Ne? Also ein Kanal zum Beispiel, den ich jetzt da drin eben gesucht habe und nicht gefunden habe, von so einem ganz schlimmen Menschen, der ist ja auch irgendwann dann verboten worden von Alex Jones, dieser sogenannte Infowars-Kanal. Mhm. Und der war ja auch wirklich unsäglich menschenverachtend, volksverhetzend und dann zusätzlich auch noch Abzocke, weil der dann ja auf seinem Verschwörungstheorie-Kanal dann nicht nur irgendwie da schlimmste menschenverachtende Sprüche und so gebracht hat, sondern dazu noch irgendwelche Pillen verkauft hat, die dann seine Followerschaft ihm noch abgekauft hat und ihm damit noch zum, ich weiß nicht was, Millionär gemacht hat. Und der ist ja dann von einigen Plattformen, ich glaube, wann war das, 2018, runtergeflogen. Also Twitter hat ihn verbannt und ich meine auch, war es YouTube oder, und ich glaube, der andere große, Facebook, war es, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber das müsste man noch mal checken. Und da würde mich zum Beispiel mal interessieren, was daraus geworden ist, weil, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, und in dem Paper habe ich jetzt weder Infowars noch Alex Jones irgendwie in der Aufzählung gefunden, also, obwohl der halt echt eine markante Größe war. Wobei man natürlich Deplatforming und Verbot auch nochmal unterscheiden muss. Ne? Also, auf jeden Fall, ja, sorry, du hast recht. Aber genau, aber zum Beispiel das sozusagen schmeißen wir von unseren Plattformen runter, ist da schon mal ausprobiert worden. Aber ich weiß jetzt keine Ahnung, wo der jetzt sendet und seine Pillen verkauft, wahrscheinlich irgendwo wird er sein. Oder andersrum ausgedrückt, seine Anhänger werden woanders geblieben sein. Nicht? Sie sind jetzt nicht heimatlos geworden. Vielleicht würde ich befürchten, dadurch, dass er weg ist. Ja. Also OVNN sagt, aus den Augen, aus dem Sinn ist keine Lösung, seiner Meinung nach. Da ist halt die Frage, also inwieweit das wirklich aus dem Augen oder aus dem Sinn wäre, wenn es natürlich nicht mehr, wenn es eine andere Plattform wäre, also quasi ein Medienbruch zwischen, das ist kein Medienbruch, ein Medienbruch zwischen den Plattformen ist. Man also von YouTube woanders hinwechseln muss und man eben nicht über den Vorschlagalgorithmus von YouTube dahin gelangt. Also was ich total interessant finde, als Erkenntnis daraus zu ziehen, ist dieses mit dem Durchlauferhitzercharakter von nicht ganz so radikalen, aber klar rechten Medien. Das finde ich spannend. Also ich meine, das ist, ich hätte auch jenseits der Studie schon gesagt, wenn Leute anfangen mit nationalen Dingen zu argumentieren, sollte man es ernst nehmen, nicht? Also man sollte nicht den Fehler machen zu sagen, ja. Also so, das ist, finde ich, und es ist natürlich auch überlegenswert oder dann diskutierenswert, weil wir kennen alle, ich würde auch wetten, alle hier im Chat, die zugucken, das alte Internethasen-Leitmotto, don't feed the troll, ja. Wo ich auch immer noch sagen würde, das hat seine Verdienste, die Aussage, die ist nicht ganz verkehrt, ne, weil zum Beispiel gibt es ja auch diese Ebene, dass man sozusagen, wenn Leute einen komisch ankoffern in irgendwelchen offenen Foren, man auch es auch seine Berechtigung hat, zu versuchen, das nicht an sich heranzulassen oder dann das nicht zu eskalieren oder sowas. Gleichzeitig aber, wenn wir das jetzt sagen, also wir müssen die Durchlauferhitzer als solche ernst nehmen und auch die Durchlauferhitzerstufe von Argumenten oder so, heißt das vielleicht auch dann, dass man bestimmte Sachen doch nicht unwidersprochen stehen lässt, oder? Dass man dann sagt, hey, was du jetzt gerade machst, ist eigentlich, dass du irgendwie mit dem Schicksal des deutschen Volkes, dessen Teil wir alle sein, argumentierst, aber was ist denn da dran oder so, ja? Also, dass man dann doch vielleicht Sachen auch nicht stehen lässt, ich weiß es nicht. Ja, vor allem die kleinen, also die Sachen, die eigentlich noch so an der Grenze sind, zu wo man so sagt, ist vielleicht, da hat die Person nicht nachgedacht oder so, aber gerade da müsste man, glaube ich, so gefühlt, nach dem, was ich jetzt, wie ich das gelesen habe, dachte ich so, das heißt, wir müssen eigentlich schon bei den Sachen anfangen, wo man vielleicht als nicht betroffene Person darüber hinweg sieht oder es einem selber gar nicht auffällt. Das heißt, man muss sich selber irgendwie viel bewusster machen, was schon an dieser Grenze ist und das ansprechen. Genau, weil der Vollnazi mit seinem komplett fertigen Weltbild, das ist dann vielleicht auch Zeitverschwendung einfach, nicht?
Ja, genau. Ja. Ja, also vielleicht, ich möchte gerne noch enden mit dem, ich finde, das ist immer eine gute, also das fand ich im Paper auch gut gemacht, ein gutes Ende noch zu sagen, wo die Grenzen des Papers liegen. Also wie ich schon sagte, habe ich jetzt den Teil mit den Recommendations, also den Vorschlagsalgorithmus weggelassen, weil das ich jetzt nicht so überzeugend fand. Aber auch an dem, was wir uns jetzt angeguckt haben, da hat Henning quasi schon, du hast direkt den wunden Punkt gefunden, ne? Wo finden, wie teilen wir das denn in Jahre ein? Und ich finde, ein anderer Wunderpunkt ist natürlich, dass Kommentieren oder einen Kommentar schreiben ja nichts über Pro oder Contra aussagt. Ja, also es kann natürlich auch sein, dass jemand auf diesen Kanälen kommentiert und sagt, was ist denn das für ein Schwachsinn? Das haben sie natürlich jetzt nicht analysiert. Da ist so ein bisschen die Schwäche. Also sie haben quasi Kommentierung als Indikator dafür genommen oder als Platzhalter für Radikalisierung. Aber da kann man natürlich, haben sie keinen Blick in die Kommentare geworfen und sie können natürlich auch keine Aussage darüber treffen, warum das so passiert, wie es passiert. Das fand ich, das sind halt einfach so die Grenzen, die das Paper hat, aber ich fand diese Masse an Daten, also diese Masse an ausgewerteten Kommentaren beeindruckend. Richtig beeindruckend. Ja. Ja, man hätte ja auch noch zum Beispiel, es gibt ja auch die Metrik irgendwie Daumen hoch, Daumen runter auf YouTube. Die hätte man natürlich auch noch irgendwie, weiß nicht, ob sie das auch angeguckt haben, aber hätte man ja auch angucken können. Ja, das sind die Likes. Das sind die Likes. Ich bin mir nicht ganz sicher, man kann beim Kanal ja auch abschalten, dass Likes und Dislikes angezeigt werden oder dass Dislikes angezeigt werden. Ich weiß nicht, ob die dann über die API abgegriffen werden können oder über Crawler in irgendeiner Form. Ja, man müsste mal herausfinden, ob man sowas wie leicht anradikalisierte Sentiments durch Textmining rausfiltern kann aus großen Foren oder so, dass man so dieses, wie so bestimmte Memes dann auftauchen, widersprochen werden oder sich verbreiten oder so. Also das ist, wird dann alles schon ein bisschen komplizierter, ne? Das ist Ja, also sie hatten da schon, also sie haben da auch eine schöne Einleitung gemacht, so die auch so ein bisschen den Kontext gibt und ich finde es halt auch wirklich, wirklich beeindruckend, wie sie auch auf ihre Schwächen eingegangen sind. Also zum Beispiel auch ganz klar, der Kanal, der muss ja nicht von 2006 bis 2019 in derselben Kategorie gewesen sein. Ne? Also der wurde ja einmal bewertet, aber das heißt ja nicht, dass sich der Content nicht auch verändert hat. Und selbst wenn er innerhalb einer Kategorie geblieben ist, kann er ja extremer geworden sein. Es sind ja auch nur, ist ja eh schwierig, diese Kategorisierung zu machen. Aber ja, also da sind viele Unsicherheiten noch drin, aber dennoch ist es ja eine imposant traurige Erkenntnis. Leute, guckt nicht so viel YouTube, kommt lieber hier bei uns ins kuschelige Twitch. Genau. Chattet mit uns und dann ist das viel, viel nicer hier. Ja. Deutlich nicer. Ja, ja. Genau, hier sind auch alle Kommentierenden bisher so zivilisiert und machen sinnvolle Fragen und so. Das kann aber auf YouTube quasi nicht passieren. Nein, Quatsch. Da gibt es auch so eine Musterpopulation hier, ja. Was ich diesmal schön fand, war, dass Henning es geschafft hat, das Thema 3 und was man zu dritt tänzerisch darstellen kann, in sein Thema einzubeziehen. Ja. Daraus könnte man eine Kolumne machen. Schöne Sachen in Bezug auf irgendwas mit 3 oder so. Zum Beispiel könnte man eine Religionswissenschaftlerin einladen, die was zur heiligen Dreifaltigkeit geforscht hat oder so. Oder, ach, da gibt es bestimmt viele Sachen. 3 ist eine gute Zahl eigentlich. Ja. Oh, wow. Okay. Ja, da fallen mir auch noch ein paar Dinge ein. Da fallen mir auch ein paar Sachen ein. Ja, oder? Ja. Nein, aber vielleicht auch nicht. Ja. Ah, danke, Monkey Queen. Es hat dir Spaß gemacht. Es war ihr erster Forschungsstrom. Cool. Ja, komm gerne wieder vorbei. Wir machen jetzt den Termin fürs nächste Mal aus. Ach ja, traditionell haben wir noch keinen Termin. Nee, genau. Ja. Und ich fürchte, ich muss ein bisschen Spaßbremse vielleicht sein. Nein. Okay. Was möchtest du? Also wir waren doch sonst immer so beim ersten Donnerstag im Monat, ne? Ja. Oder? Ja.
Ja? Ah. Also ich bin eigentlich streng genommen, habe ich Urlaub, aber eigentlich urlaube ich nicht, sondern ich wollte eigentlich ein Hochbett bauen. Aber eigentlich könnte ich abends trotzdem Forschung strömen, finde ich. Ja, aber es ist auch, mich fällt gerade auch auf, wie viel Zeit dazwischen liegt. Ja, ein ganzer Monat. Ne? Das sind 5 Wochen. Fünf. Hilfe. Ja. So geht's ja nicht. Ja, Wahnsinn. Oder wollen wir vorher nochmal eine schnelle Nummer einschieben? Weiß es nicht. Lammert, was hast du denn gerade geahrt? Du hast gesagt. Ja, ich musste nachdenken über das Thema Sommerurlaube und so. Aber ich meine, die Erfahrung zeigt, man kann so einen Forschungsstrom überall einschieben. Forschungsstrom ist portabel, den kann man überall hin mitnehmen, oder? Ist doch so. Zur Not kannst du auch mit deinem Handy. Ja, so ich am Strand, hier guck mal, der Cocktail und so. Ja, genau, und wir hier so. Ja. In Jülich. Wenn mein Campingplatz WLAN hat, dann kann ich auch mal aus dem Zelt senden. Ja. Also im Prinzip hätte ich nichts gegen 6.8. Ja. Dann halten wir doch den 6.8. mal fest und vielleicht machen wir ein Spezial dazwischen, Lambert, oder so. Ja. Kann man ja auch schon mal so nebulös andeuten, hier eine Idee für den nächsten Gast schon. Also es ist schon so halb verabredet. Müsste man auf das Datum festlegen. Wollen wir das auf den Spezialtermin versuchen? Wir können ja mal den 6. vorschlagen und falls das nicht passt, einen Spezialtermin finden. Sehr gut. Genau, ja, also wenn ihr nach wie vor auch noch Vorschläge für Gästinnen und Gäste habt, die spannende wissenschaftliche Themen uns beisteuern können, meldet euch gerne mit Themenvorschlägen bei uns. Ihr findet alle unsere Kontaktmöglichkeiten auf der Webseite, die wir jetzt hier live einblenden, oder was? Nein, aber unten drunter ist sie verlinkt. In den Twitch-Info-Blöcken-Panels unten da. Aber es ist forschungsstrom.tv. Genau, wir danken ganz herzlich. Vorzugsweise immer Forschende, deren Themen irgendwas mit 3 zu tun haben, aber auch sonst. Natürlich, genau, das wäre sehr wichtig. Und auf forschungsstrom.tv könnt ihr vielleicht kommentieren, dass Lambert noch seine Bio ergänzt. Ja. Oh Gott, ey, ja. Jetzt ist mir richtig peinlich, mein Gott. Ja. Ich dachte mich, raise the pressure. Ja, genau. Also, ihr findet eine Selbstdarstellung von Claudia und mir, findet ihr schon auf forschungsstrom.tv und wir danken ganz herzlich Anna, unserer Webzaubererin, die unsere Website zaubert. Ganz großartig. Anna, fantastisch. Echt, das ist der Hammer. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob sie noch zuguckt, aber sie hat vorhin zugeguckt. Von daher. Ja, gut. Sonst Grüße ausrichten und tausend Dank. Wirklich. Ja. Das machen wir. Gut. Kinder, es war schön mit euch. Fand ich auch. Wie immer eigentlich, ja, ganz dufte. Freue mich schon auf das nächste Mal, ja. Dann sehen wir uns am spätestens 6.8. Und Nazis raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.